Ich weiß gar nicht mehr, wie das geht hier. Also, aber auch komplett, hier wackelt auch alles. Wollen wir diesen Brr-Brr machen heute? Brr-Brr-Brr. Bisschen. Okay, ja, gut. Hallo erstmal, Sommerpause vorbei. Da sind wir wieder. Vor allen Dingen, Thomas beendet die Sommerpause, weil er gleich wieder News machen muss. Dann denken natürlich alle, ja, geht wieder los mit Podcast. Und dann ist er nicht da, ne? Ja. Also, es ist wirklich so. Also, 100 Meter Sprint, der erste. So angetäuscht, alle laufen los, er setzt sich in Liegestuhl und nippt an seinem Earl Grey. Ne? Karte. Ah. Ja, wird wohl seine Gründe haben, dass er heute nicht da ist. Ich glaube, er hat keinen Bock gehabt. Aber ist auch super spät, ist nach 11. Ja. Ist gut, dass er nicht da war. Komm, wir machen hier auch mal. Brr, 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 Brixai, sorry. Hallo. Moin. Na? Wenn ich mir meinen Notizblock angucke, was ich mir alles aufgeschrieben habe für diese Folge, mein Gott. Ich habe gar nichts aufgeschrieben. Viel Spaß. Was meinst du? Schließt eure Kinder ein. Wir haben ja, also es kann wirklich sein, rein theoretisch, also ich habe jetzt auch tatsächlich den ganzen Sommer nicht mehr vor Augen. Was heißt ganz Sommer? Wir waren 4 Wochen Pause gemacht, 5 oder so mit diesem Podcast, oder? Ich weiß auch nicht. Gefühlt wie ein Wimpernschlag sozusagen, aber da sind wir wieder. Ich hätte noch ein bisschen gekonnt. Ich habe auch festgestellt, ich war jetzt eine Woche an der Ostsee und ich brauche... Die deutsche Ostsee. Gibt es noch eine andere? Eine polnische Ostsee? Ja, bestimmt. Und eine englische bestimmt auch. Und eine dänische. Immer kommt drauf an. Und irgendwo ist es eine Westsee. Ja. Beim Kopf über. Ja, kommt drauf an, ne? Also geografisch sind wir, habt ihr gemerkt, haben wir nicht dazu gelernt. Doch, viel. Ja, was denn? Genau. Ich weiß gar nicht, was ich sagen wollte. Ach so, ja, was man sagen könnte, dass diese Folge unter Umständen, aber das haben wir immer bei den Brickside Stories, nicht FSK 7 ist. Heute waren viele Kinder auch da, oder also Erwachsene mit Kindern. So, ja, schwierig einzuschätzen, um die 10 oder 12 oder irgendwie, wie Kinder halt sind. Kleine das Menschen. Alter angeht, ja. Die sind ja alle gleich ja, alt. So ja. 12, diese Kinder, meine ich. Die hören das auch alle. Ah ja. Aber der Vater oder die Mutter, die piepst denn. Okay, die machen. Ach, die piepst dann selber. Die machen dann Piep! Ja, brüllen die so im Auto. Piep! Also, was ihr gucken könnt, jugendfrei zumindest Folge 1, ja. Auf jeden Fall auf YouTube. Könnt ihr, wenn ihr wollt, ist gerade vor einer Stunde online gegangen, Badebrick schauen auch. Ich hab's schon geschaut. Und? Gut. Der Ton, ja. Da müssen wir dran, aber ist ja nicht schlimm. Ja. Das, ja, wir haben eigentlich dieselben Mikrofone. Also eigentlich wie bei OneNot, ne? Die sind eigentlich gut, aber an der... Wegen Outdoor. Nee, Wind? Ich habe die an dieses... Müssen wir so einen kleinen Plüschel, nee, so einen Plüschel drüber machen. Kennst du die aber? Ja, habe ich auch. Aber ich glaube, das liegt an der Kamera. Also da, vielleicht kann man da an den Einstellungen in der Kamera noch was ändern, aber das, also diese Übertragung... Sound gut. Ist an der Kamera Sound eingestellt. Gut. Ist egal, aber so für das Format finde ich es jetzt gar nicht so schlimm, dass es so ein bisschen dosig klingt. Das Auge ist mit. Es ist ja auch nicht, ist ja kein Hochglanzformat, sondern ist ein reelles Format. Und ihr wisst selber, im Leben klingt nicht immer alles wie in einer perfekten Oper, sondern nicht meine Stimme. Es klingt auch mal ein bisschen rougher, ne? Ihr kriegt auch mal links und rechts mal ganz andere Töne zu hören, ne? die vielleicht nicht so nach Ponyhof klingen, so. Dementsprechend passt das eigentlich ganz gut. Genau, es gibt, also nicht auf dem YouTube-Spielwareninvestor-Kanal, der gibt es ja auch, aber da habe ich mir gedacht, ist Kraut und Rüben. Und wenn man jetzt über Badobrick selber was macht, regelmäßig, wenn es euch gefällt, jede Woche, sofern wir das schaffen, oder ich das schaffe, dann soll man das auch finden. Und dann kann man es einfach bei YouTube eingeben in die Suchleiste @Badobrick und dann findest du das relativ schnell. Ist ein ganz neuer Kanal und da kommen halt solche Videos. Oder vielleicht, wenn wir mal Scareback unterwegs sind oder mal, was weiß ich, auf einer Messe oder so. Genau, und ansonsten so hinter die Kulissen von dem Lego-Laden, was geht so ab, was für Leute sind so da, so einen kleinen Querschnitt. Auch Ankäufe, glaube ich, auch ganz interessant mal so zu sehen, was da so ankommt, wie man das Ganze bewertet, ja, oder wie ich das bewerte. Meistens ein bisschen übertrieben, aber so ist halt immer. Wenn ich nicht dabei bin, ja. Wenn du nicht dabei bist.
ist das, ja, genau. Aber ja, gut. Spannend gemacht auch. Ich saß, hab das Video angeschaut. Ja. Und da war ja dann, also wie ihr sehen werdet, ging es auch in einem kleinen, also etwas größeren Teil um einen Ankauf. Und immer wenn du sozusagen dir den Preis nennen wolltest, den du bereit bist zu zahlen. Hier kam ein Cliffhanger. Kam ein kleiner Cliffhanger. Ja, ja, und am Ende dachte ich, wie bei, wie heißt der eine Film? Game of Thrones. Nein, dieses mit Brad Pitt, dieser sieben, mit den sieben Todsünden. Sieben heißt der. Da willst du auch wissen, was ist in dem Paket, was ist in dem Paket? Mhm. Und ich saß da die ganze Zeit und sag, was ist der Preis? Hast geschrien. Ist der Preis? Ja, so, ja. Okay, dann ist gut. Und höre ich den Preis und sag ich, nein! Das schöne Geld. Mein Papa mir aber auch direkt geschrieben. Ja. Ja, ja. Arsch voll? Kriegst du noch Arsch voll vom Papa? Nee. Zeiten sind vorbei, ne? Ja, ja, langsam kriegt der dann auch Arsch voll. Ich glaube, ich bin langsam auch stärker. Mein Papa war sehr, sehr lange sehr, sehr viel stärker als ich. Nee, ich glaube, hat er dich nur glauben lassen mit psychologischer Kriegsführung. Wir haben Armdrücken gemacht. Ach so. Immer. Komm, ja. Arnold, Armdrücken. Wenn du gewinnst, gibst du einen Fuffi. Nee. Hä? Ja? Ja, klar. Muss aber nur bis zu sieben war. Ich lock mal mit Geld ganz gut. Ah ja. Du nicht. Nee. Bei dir mache ich für Ehre. Okay. Ja, aber ich habe schon ein paar Mal gefragt, ob wir Armdrücken machen wollen. Sagst du immer nee. Ich habe Angst, dass ich das. Du bist stark. Du bist so einer, das ja. Habe ich ja gesehen, ich habe ja deine Brust gefühlt. Warum? Stimmt, hast du wirklich? Weiß ich nicht. Irgendwas Sexuelles. Hast du das Video gesehen? Heute war auch ein Kunde da. Ach, ich habe auch die Brust von dem angefasst. Warum denn? Ja, dieser bloß? Bulle, der da war. Da war jemand, der war. Aus Stuttgart, der. Man ist ja so in diesem Film. Das ist so. Heute war wieder wie ein langer Moment. Da kommen Leute und gehen und dann, wer gehört zu wem? Okay, weiter. Bap. Es war so viel los. Ich habe um 17 Uhr das erste Mal gegessen, glaube ich. Ja, ich draußen um 19 Chef, Uhr. Ja. Ich habe um 19 Uhr gegessen. Und also wie, wirklich wie ein ständiger Moment. Mhm. Es hört nicht auf. Es ging ja los heute Morgen schon eigentlich vor 10, dass die ersten Kunden oder Besucher da waren im Laden. Ja, also, genau, lass mich mal kurz noch den Gedanken. Also, ne, ein langer Moment. Bevor es losging, wollten wir noch ein bisschen filmen, es war alles ein bisschen spät. Die Neuheiten mussten wir noch alle eingeben. Ja. Liebe Grüße an deinen Großhändler. Großhändler. Mhm. Namen nennen wir mal nicht. Nee, könnt ihr beim Video sehen. Schöne Schleichwerbung. Ich habe ja mehrere Händler, aber der hat mich echt geärgert. Da habe ich gedacht, komm, ich werde es nicht namentlich nennen, aber wenn ihr lesen könnt. Ja. Auf jeden Fall ein langer Moment und du bist da wirklich so, weiß ich nicht, ein bisschen anderer Mensch, aber auch im positiven Sinne. So, man ist gut drauf, gute Vibes. Macht ja auch einiges aus in diesem Laden, dass man so, dass es so ein kleines Event ist. Und dann ist da halt jemand, der bedankt sich für den Podcast. Er hat auch wirklich gesagt, das freut mich übrigens extrem immer. Wenn man, es gibt ja immer so eine Handvoll Kommentare, die wir halt lesen, wo man, also meistens sind positiv, wo man denkt, auch schön, das ist jetzt wirklich ein reelles Feedback von einer reellen Person, die sich dafür bedankt, dass, wenn wir hier so ein bisschen einfach quasi miteinander quatschen, dass jemand hört und sich darüber freut, dass es stattfindet. Ich finde, also dass das jemand macht überhaupt, ne? Zeugt auch irgendwie super. Von Größe so. Voll. Also das musste, also das, wie soll ich das denn sagen? Das ist ja so eine gewisse, ist ja so ein persönliches Ding, was man irgendwie voll. So preisgibt. Muss man ja nicht machen. Ja, es ist nicht leicht, danke zu sagen. Genau, ja. Und gerade nicht, wie heute der... Wie der hat das sehr... ach Gott, ich habe eine Namensbildung, das weiß er aber auch. Hulk Hogan war es für mich. Ja, okay. Vom Körper her. Ist auch im Video drin. Ja. Ja. Und der mit seinem fetten Mercedes da, mit dem... Mega, ne? Aber arbeitet auf Mercedes, also... Ah ja. Mal flach. Übertrieben. Nein, keine Ahnung. Lautes Auto. Aber mega Auto, ja. Der Park, und wir denken jetzt, ah scheiße, jetzt kommt die Mafia. Jetzt kommen die Barbus an. Und auf jeden Fall, der hat sich nur noch persönlich bedankt. Mhm. Und sehr, auf eine sehr schöne Art und Weise. Es ist natürlich erstmal eine Sache, wenn man quasi digital sich bedankt, anonym im Prinzip. Das ist auch ein Zeichen von Wertschätzung, wenn man sich Zeit dafür nimmt und das tut. Aber auf persönliche Art und Weise, wo kam der her? Aus Stuttgart. Ja. Heute waren viele von Meppen her. Überall Österreich, was weiß ich, wo alle. Auf jeden Fall. Mecklenburg. Der hat sich halt extrem dafür bedankt. Mit einem Szenario auch, so, ne, wenn es ihm schlecht geht, aus dem und jedem Grund. Hat mir dann ein bisschen was von seinem Beruf erzählt. Ich habe da wirklich das positiv abgenickt. Mit Mercedes und was weiß ich, da sind irgendwelche Chinesen und Chips. Der, irgendwas ging es um Chinesen und irgendwelche Computerchips. Wo ich sage, Digga, das kannst du nicht von mir verlangen, dass ich verstehe, was du gerade von mir willst. Und er dachte wahrscheinlich, er redet schon so aus Laiensicht, so wie ein. Wie zu Azubis redet, die gerade den ersten Tag haben. So hat er mit mir geredet und trotzdem habe ich, aber ich habe gemerkt, das ist ein Problem wohl irgendwie. Die Chips der Chinesen sind wohl irgendwie ein Problem. Computerchips, ne? Krabbenchips. Die sowieso. Ja, die sind auch echt ein Problem. Die ist dann so auf der Zunge. Boah. Auf jeden Fall. Die werden auf Schalen gemacht, ne? Jetzt sich halt bedankt dafür. Mhm. Und habe ich halt auch dann so einen männliche Umarmung gegeben und gemerkt, der ist auch eine schöne Männerbrust. Der war so vom Körperbau ein bisschen so Sherdan Shakiri-mäßig. Ja. Ne?
1,50 Meter ja. groß, 1,50 Meter Kraftpaket breit. Also, genau. Und deine Brust habe ich dann auch mal. Mhm. Weil auf dem letzten Video oder Reel hat man dich auch Oberkörper, also In der Ostsee war ich schon. Die Brust und dachte ich mir auch, ganz schön stabil. Hast gedacht, Brust. Das ist ein Filter, ne? Ich dachte, das ist gefaked, ja. Neuer Instagram. Nee. Babo-Brustfilter. Nee. Aber dann dachte ich mir, jetzt muss ich nochmal fühlen. Und Digga, krass. Ja. Mehr Brust als ich, würde ich sagen. Und was mache ich? 120 Bankdrücken oder so. Mhm. Ja, obwohl. Und aus dem Grund, um nochmal jetzt quasi die kleine Seitengasse, in der wir uns gerade befinden, abzuschließen. Deswegen würde ich keinen Armdrücken gegen dich machen. So, okay. Da waren wir ich weiß überhaupt, ich habe gerade die ganze Zeit überlegt, wie kommen wir überhaupt in die Richtung. Also erst sind die Leute, die jetzt so nach 10 Minuten sich fragen, wo sind wir da eigentlich reingeraten, weil Lego. Das vielleicht so als Lego-Podcast empfohlen wurde oder so. Ja, klar, eine meiste Zeit, auf jeden Fall montags oder wann Thomas die Lego-News der Woche macht, da haben wir dann zu, sagen wir mal, 90% Lego, 10% Natur und Beobachtung in der Natur. Lambos Logbuch. Viel Lego. Zu 95% Lego und ein paar andere Formate. Let's Talk About Sets. Das ist auch das ist so 60-40, würde ich sagen. Ja, und genau. Hier am Freitag bei den Brickside Stories ist echt, also kann alles passieren. Das kann mal ein 90-10 sein, ein 10-90. Und alles zwischendrin. Komm mal, Essgeräusche, wir rülpsen nochmal ins Mikrofon, weil es ist echt ein langer Tag. Komm mal, jetzt ist 10:45. Wir sind sehr, sehr lange schon auf den Beinen. Weil wir ja jetzt auch noch YouTube machen. Das heißt, wir haben heute tatsächlich einen YouTube-Kanal aus dem Boden gestampft oder letzte Woche. Als ich krank im Bett lag. Ist nett, dass du mich da mit reinziehst in die... Ich möchte euch kurz... Aber ich habe da gar nichts mit am Hut. Kurz mitnehmen. Hast du mein... Wie viel ich habe gefilmt. Du hast genau gesagt, was ich zu tun habe. Und mein Sprechpart, der war auch noch nicht. Der war super. Wenn ich jetzt sage, ich möchte ein Hollywood-Schauspieler werden, was für eine Setkarte, was legst du mir hin an Material, deine Mappe? Und ich sage, schau mal hier, ich habe schon vor der Kamera gestanden, das ist mein Sprechpart, frei gesprochen, Impro. Dann sagen die, ja, nee, das wird nichts mit dir, du kannst nichts spielen. Ja, aber. Gar nichts. Aber es ist sehr sympathisch, auf jeden Fall, kommst du darüber. Ja? Also mir gefällt's. Also Ich finde nicht. Ich möchte die Lorbeeren, also wie soll ich sagen, wie bin ich überhaupt dazu gekommen? Guck mal, ich war jetzt ja eine Woche weg, das wollte ich noch kurz erzählen und vom Gefühl her ist es bei mir, glaube ich, so, ich glaube, die ideale Zeit, wie man Urlaub machen kann, was für mich überhaupt nicht realistisch ist, was ich wahrscheinlich niemals schaffen werde, wäre, glaube ich, aber 3 Wochen. Weil ich hatte so das Gefühl, nach einer Woche jetzt bin ich so runtergefahren und hatte so das Gefühl, ich verstehe jetzt, wie ich mich jetzt erholen kann. Also ich bin sozusagen in der Erholung angekommen und ich war noch nicht erholt, aber ich hatte so das Gefühl, okay, jetzt habe ich es verstanden, sondern war wieder vorbei. Und ich glaube, die zweite Woche wäre sehr, sehr gut gewesen und ich glaube, perfekt wäre die dritte Woche gewesen, nämlich, dass du dann schon genervt bist von diesem ganzen Urlaubsscheiß und dann nach Hause willst. Und das ist belegt, dass es genau so ist, wie du gerade meintest. Okay. Es ist, ja, weiß ich nicht, wissenschaftlich, wenn man nicht weiß, welche Wissenschaft, sagt man einfach wissenschaftlich bewiesen. Statistisch. Physikalisch. Ja. Nee, aber das habe ich... Es wirklich bewiesen, dass es genau der Körper so lange braucht, damit da wirklich eine Erholung stattfindet. Ich hatte ja quasi die Woche vorm Urlaub nochmal einen erzwungenen Urlaub, in dem ich quasi... Ja. Angenehm auch? Auch ein angenehmer Urlaub? Nee, das fand ich angenehm. Warum das war, nicht? Das Corona habe ich mal wieder bekommen. Das Bier. Ja, nee. Hast du ein paar Corona in Bier in den Kopf reingeballert? Habe ich quasi eine Woche isoliert im oberen Geschoss unseres Hauses verbracht, ohne Menschenkontakt. Doch, Menschenkontakt mit dir. Ja, du hast mich mal besucht über den Balkon, wie bei Romeo und Julia, ja, so ein bisschen. Genau. Haben wir über den Balkon geredet. War ich Romeo, ne? Ich wollte auch gar nicht, dass du weggehst. Das war so schön, dass da mal jemand gesprochen hat, was menschlich ist. Und das Problem ist, ich habe mit dir geredet und wir reden über Thema A. Also ich frage irgendwas zu Thema A und es kommt Antwort zum Thema C. Ja. Die ganze Zeit, das war so, als meine Oma langsam dement geworden ist und wir das mitbekommen haben und mit ihr geredet haben. Das war ähnlich. Also die ersten 3 Tage, ich habe das bei Whatnot, habe ich das glaube ich erzählt, habe ich das geträumt? Nee. Danach war ich ja schon wieder bei Whatnot Online. Ich habe die ersten 3 Tage echt irgendwie, gar nicht bei Whatnot. Ich habe das in der Akademie erzählt. Ah ja. Ich habe nämlich, das ist ja einmal die Woche der Akademie-Call, der Spielwareninvestor-Akademie. Und eine Woche ging es gar nicht.
Also da habe ich mich quasi als Gast mit in den eigenen Live-Call eingeloggt und Lembo war dabei, der das ein bisschen moderiert. Das war eigentlich auch ganz fantastisch. Voll nett, ja. Da wusste ich aber noch nicht, dass ich Corona hatte. Ich war nur so tot. Hast du es nicht irgendwann mal vermutet? Doch, und ich habe auch Tests gemacht, aber war nichts. Also es dauert halt anscheinend eine gewisse Zeit, bis das dann da ansteht. Inkubationszeit. Oder bis er das anzeigt. Das wird es ja schon vorher gehabt haben, aber... Die Anzeigezeit. Nee, und also lieg ich da halt die ganze Zeit und man wartet eigentlich so darauf, dass dieses... Ich war die ersten 3 Tage, es war so schlimm bei mir. Ich habe gedacht, jetzt ist vorbei. Ich werde jetzt hier sterben. Ich habe Ibubeta genommen, also 600er. Dann nach 3 Stunden Paracetamol, 800er. Weil es wurde nicht besser. 1000er waren das sogar. Paracetamol waren 1000er. Es wurde nicht besser. Mal ein bisschen Morphium gespritzt? Nee, aber mir ging's. Ich habe echt gedacht, es ist Feierabend. Das Problem ist, also... Ich wusste dann auch irgendwann, wie schlecht es dir ging. Und der Auslöser war ja eigentlich, dachten wir alle. Ja. Weil ich habe sozusagen an dem Freitag. Ich glaube, ich auch immer noch ein bisschen. Naja, du warst. Na, pass auf, ich kann es einfach mal darlegen und ihr könnt ja mal eure Meinung bilden, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist. Aber aus meiner persönlichen Sicht, der Freitag davor, bei dir ging es ja am Montag irgendwie los, ne? Sonntag, Montag, so vom Wochentag her. Mhm. Und am Freitag davor ging es mir wirklich nicht gut. Ich bin aufgestanden, ich dusche immer morgens einmal am Freitag. Das ist übrigens der einzige Tag, wo ich zu Hause dusche, weil ich sonst immer nur generell. Ja, genau, nur Freitag. Da gönne ich mir mal auch zweimal, morgens und abends. Nee, dusche ich immer schön heiß morgens, um einmal hochzukommen. Weißt du, ich brauche dieses erfrischende Gefühl, frische Klamotten rein, das ist irgendwie so. Waschen ist generell toll. Kann ich empfehlen, also alle Leute. Eine gute Erfindung, ja. Waschen. Gute Erfindung. Seife auch, dies, das. Alles. Kernseife benutzen wir ja. Ich brauche Silbershampoo jetzt. Hä? So ganz. Für den Rücken oder was? Nee, für meine Haare. Ganz lila Shampoo. Ja. So richtig krass lila. Was die Omas immer nehmen. Es gibt. Omas und ich. Nee, ist das nicht dieses, was so, wenn du grau wirst? Ja! Dass das so renaturiert sozusagen. Genau. Genau, und bei ganz vielen Omas, habe ich aber schon gesehen, funktioniert das nicht, dann haben die Omas einfach keine grauen Haare mehr, sondern sind lila. Aber einfach lila Haare. Haben wir auch lila Haare? Nee, bei dir geht's gut. Noch. Und, Naja, gut, ich kürze mal ab. Also du hast irgendwann um 8 oder so. Ja, mir ging's mega abends. Schlecht. Ja, da hast du aber so plötzlich, hast du angerufen, hast du gesagt, geht nicht mehr, kannst du mich ablösen. Ich hab's die ganze Zeit gemerkt, aber konntest überspielen. Und ganz ehrlich, 20 Uhr meinst du, also nicht 8 Uhr morgens, ja, also 20 Uhr. Und dann habe ich gesagt, okay, wenn er jetzt sagt, er kann nicht mehr, ob ich dann eine Stunde früher, ich bin dann halt relativ schnell losgeholt, um 19 Uhr oder so, irgendwann. Nee, 1,5 Stunden vorher, glaube ich. Auf jeden Fall habe ich gedacht, okay, muss ich übernehmen, dann bist du ab nach Hause und ja, gut, mir ging es 2-3 Tage später schlechter. Ja. Ja, also. Aber möglich. Du warst auch am Samstag 10.000 Menschen Basketball. Ja, genau, und da muss ich sagen, also genau deswegen bin ich nicht sicher, ich war, Justus und die Nationalmannschaft haben ja gespielt. Der Testspiel gegen Holland. Genau, Hamburg. Länderspiel. Geil, oder? Ja, aber ich hatte auch wahnsinnig tolle Plätze, so erste Reihe, und also mega. Die Promis hast du Snoop Dogg oder irgendeinen gesehen? Ich kenne doch da keinen, was weiß ich. Nee, aber die Halle, es war halt ausverkauft, so gefühlt, oder fast ausverkauft, die Barclays Arena. Und das ist halt in der Pause oder Halbzeit da, war ich halt draußen und wollte mir da irgendwie Popcorn, ganz normal, also nicht so ein Eimer wie im Kino, sondern so eine kleine Tüte, 13 Euro. Was? Unfassbar. Ich konnte wenigstens aussuchen, ob süß oder salzig, aber. Wie teuer war denn dann Bier? Nee, dann hatten sie noch so Wraps mit Fleisch und Salat und so eine Rolle. Hat 11 Euro gekostet. Popcorn, kleine Tüte, 13 Euro. Ich habe gedacht, was war denn da drin? Ja, aber auf jeden Fall bin ich in diesem. Das ist Mais. Du rennst ja dann in diesem Innenraum. Mais und Zucker. Es gibt ja wie so einen Ring um diese Arena, wo die Toiletten sind und so. Und das war so unangenehm voll und es waren so unangenehm viele Leute. Und ich habe richtig gemerkt, wie unangenehm das ist und habe auch gedacht, wenn jetzt hier einer Corona hat, sind wir alle am Arsch. Ja. Und dann ging es mir eigentlich ab nächsten Tag schlecht. Ja. Also kann wirklich daher kommen. Ja, auch. Aber ich hatte ja schon davor zweimal Corona und es hat sich immer ungefähr gleich. Bei dir hing nichts, ne? Nee, mein Auge, eigentlich geht's los, dass mein linkes Auge so langsam. Nach unten wandert und dann wird mein Unterkörper taub. Mhm. Und ich habe mich auch schlecht gefühlt, das war eher wie eine Grippe. Ja, ich glaube, also wahrscheinlich habe ich es wirklich vom Basketball mitgebracht. Ja, also, ich weiß nicht. Ich komme aus dem Fitnessstudio. Weil bei dir hing gar nichts. Da ist ja auch immer so eine Socks unterwegs. Naja. Da geht auch jeder krank hin, um so sein Body zu behalten. Die machen alles dafür. Ich habe
Ich weiß gar nicht, wenn wir alles erzählen sollten, was in den letzten Wochen passiert ist, dann wäre es ja ewig langer Podcast. Ja, ich kann gar nicht so lange. Ich bin so müde, ey. Ja, ich bin nicht müde. Ich bin noch voller Adrenalin. Das Tief kommt erst zu Hause. Ja? Wenn ich, übrigens, gute Überleitung, wenn ich mir die neue Batman-Serie angucke, die seit gestern online ist. Cape Crusader, Zeichentrick. Ja? Ein Hommage, ein bisschen wohl wie die, ich habe noch nichts gesehen, deswegen weiß ich überhaupt nicht, wie es sich anfühlt. Ich wollte keinen Trailer sehen, ich wusste nur, Batman, Zeichentrick, hochwertig produziert, sofort meins. Soll ein bisschen die Anfangszeiten von Batman zeigen, oder was heißt ein bisschen, es soll die Anfangszeiten von Batman zeigen und in einem Zeichentrickstil ähnlich wie die, also The Animated Series. Ah ja. Wo du mir das Set zum Geburtstag geschenkt hast. Ja. Sehr tolles Set übrigens. Ganz viele Anspielungen, also ich habe nicht alle, also nicht im Ansatz alle gepeilt, aber es sind quasi Dutzende Anspielungen auf irgendwelche Folgen und Charaktere und Szenen. Toll. Das werde ich mir reinziehen. Zu Hause und morgen, glaube ich. Achso, das hast du noch gar nicht. Ich dachte, jetzt kommt. Du hast immer einen guten Kinofilm geguckt, wo wir aber nicht spoilern. Nee, Deadpool. Kannst du sehr erzählen, gut. Ne? Echt eine glatte 9. Ich bin gar kein Marvel-Fan, obwohl ich hin und wieder, das ist ja wirklich so Popcorn-Kino. Es gibt ein paar tiefgründige Szenen und Emotionen, pipapo, aber im Vergleich zu anderen emotionalen Filmen ist das alles ein Witz. Aber es sind teuer produzierte, actiongeladene, vollgepackte Schönes, Stars. Kann man gut im Kino gucken. Genau, alle Filme, glaube ich. Und auch das Finale, dieses Endgame, 1 und 2 oder wie auch immer. Da waren drei Teile, ne? Endgame fand ich richtig gut. Ich glaube, zwei, glaube ich. Oder wo die, nee, ich glaube, drei, wo die geschnipst, also die, wo die da, ne? Das, ich glaube, da gab drei Teile. Und auch die ersten Iron Man-Filme und Spider-Man. Ist das nicht diese Infinity-Saga mit drei Teilen oder so? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, klar, alles gut, aber nicht überragend. Aber Deadpool, der erste sehr, sehr gut, der zweite in Ordnung, der dritte, ich fand den eigentlich am besten, weil der sich so überhaupt nicht ernst nimmt und auch nochmal irgendwie gepeilt hat, was die Leute wollen. Das ist komplett Fanservice, aber auch für Leute, die mit Marvel nichts zu tun haben, weil er halt immer diese vierte Wand bricht. Anspielungen nimmt spricht halt, mit dir sozusagen. Spricht mit einem und macht halt dann irgendwelche Andeutungen von irgendwelchen Liebeskomödien, die Ryan Reynolds vorgedreht hat. Diese Art und Weise, wie Musik in den Film reinkommt. Also es gibt zum Beispiel jetzt ein, ich sag nicht den Titel, müsst ihr gucken, ein ganz bekanntes Boyband-Lied, was da auch in dem Film unterkommt, sag ich mal. Das ist direkt wieder in den Spotify Top 10. Ja, ja. Weil das, weißt du, so, ja. Ich habe es auch direkt gehört und dachte mir so, oh, wie geil, also gut gemacht. Ja. Und ganze Zeit Witz, ich habe die ganze Zeit gegrinst. Ja, mit Thomas geguckt, Thomas hat ihn auch gefallen. Ja, kann er ja nächste Woche vielleicht ein bisschen was zu sagen. Weil die nächste Anspielung, Digga, es ist wie im Flow. Darf ich noch reden oder ich genieße wir das. Wir wollen, Thomas und ich haben uns dazu entschieden, einen Filmpodcast hier auf dem. Die zieht ihr durch, ja? Ja. Einmal im Monat, einen schönen Filmpodcast. Wir wissen noch nicht genau, wie er stattfinden wird, aber das werden wir schon hinbekommen. Thomas ist ja sehr strukturiert. Mhm. Der hat schon, Thomas hat schon in seiner Notiz-App hat er schon eine neue Kategorie, Filmpodcast oder so. Aber, jetzt kommt ihr ins Spiel, wir haben noch keinen Titel. Wir können natürlich Lars, den kreativen Hasen im Team, fragen, aber weil er immer mit Corona ausfällt und so viel jetzt mit YouTube jetzt zu tun hat, wollen wir ihn mal ein bisschen entlasten. Und ihr könnt euch gerne hier in dem Podcast, weil ihr wisst, jeder Podcast ist ein Blog, 10 mal bis 10 ist ein Schlaganfall. Podcast ist auch ein Beitrag in einem Blog. Oder ein Blog. Spielwaren-Silvester.com. Ja, und da könnt ihr in den Kommentaren nämlich Titel vorschlagen. Und wir nehmen den besten einfach. Aber nur den besten. Ja, ist gut. Also den, vielleicht den zweitbesten. Also ein Titel für einen Filmpodcast. Ja, mit Thomas und mir. Okay. Und wir haben noch, mehr muss man nicht wissen. Filmpodcast, Thomas und mir, hier mit auf dem Kanal, also irgendwas mit Badubrik vielleicht auch oder. Nee, zieh uns da nicht mit rein. Ja. Das wird ja zu verwirrt. Wenn ich eingeladen werde hier für den großen Titel von Cannes. So, hier die beiden Experten, Thomas und Arne, sind da. Oh nein, Brad Pitt kommt angelaufen und dann. Ihr zwei, wie fandet ihr meinen Film? Oh, Brad, du schon wieder. Du bist doch lange, lange nicht mehr in Mode. Oh Gott. Dann kommst du aber an. Das wird grausam. Sagst, Badubrik ist aber hier, gehört zu uns. Sagen wir, nee, mein Freundchen. Es wird grausam. Übrigens, grausam. Ich habe kleine Sommergeschichte. Ich bin seit langem mal wieder auf eine Wespe getreten, barfuß. Ja. Und ich muss sagen, ich hatte direkt so ein Déjà-vu. So. Und ich muss auch sagen, ich habe komplett vergessen, wie weh das tut. Also echt, wie so weh schlimm? Das tut, barfuß auf so eine, oder war es eine Biene? Welcher Fuß? Linker.
Bist du Links- oder Rechtsfuß? Eigentlich Rechtsfuß. Also es war... Wie, eigentlich kannst du mit beiden schießen? Ja, schon, aber eher Rechtsfuß doch. Eher Rechtsfuß. Ich kann mit rechts nix. Nee. Aber ich bin Linksfuß und kann mit rechts schreiben. Also Rechtshänder und Linksfuß. Oh, ach so, und mit dem rechten Fuß schreibst du dann? Nee, mit dem rechten Fuß kann ich nicht, also kann ich nix. Wenn ich da schießen will, ist... Schreibst du mit dem linken Fuß? Könnte ich besser als mit dem rechten Fuß schießen. Ah ja. Nee, ich wollte nur sagen, also, wenn, also einfach mal so wieder eine... Ist der Ton. Ne? Dein Arzt hat ja gesagt, könnte auch ein Schlaganfall sein, was du da hattest. Also die Vermutung, ich habe, also ihr wisst das nicht, wenn ihr bei Whatnot nicht dabei wart, aber ich habe seit, ja, eigentlich einer Woche ganz, ganz dollen Schwindel, wenn ich so meinen Kopf nach unten mache. Und ich hatte auch, und das habe ich eigentlich schon seit Wochen immer mal wieder so wahrnehmen, also wie wenn der Arm einschläft oder wenn ihr zu lange auf dem Scheißhaus sitzt, wenn die Beine einpennen. Also so eingeschlafene Gliedmaßen, Zeigefinger so und Daumen. Wenn ich Corona habe. Ja, so Zeigefinger und Daumen heute Morgen von, sagen wir mal, 7 Uhr bis, keine Ahnung, bis mittags, war Zeigefinger und Daumen taub. Scheiße. Und, ja, und ich das sind die wichtigsten Finger. Schlaganfall oder so, große, kleine liegen so in der Familie. So Opa, Vater haben mir auch erzählt, da hatte schon so ein paar kleine. Ich so, hä, wie was? Scheiße. Ja, ich weiß nicht. Und da habe ich so ein bisschen Schiss vor und das hatte ich dann heute auch erzählt und dann hat er so ein paar Tests gemacht. Ich habe ja einfach auch gedacht, der renkt mich vielleicht auch einfach ein, Halswirbelsäule, aber nee, hat er auch nicht gemacht. Er hat gesagt, wir müssen mal gucken, wenn das nächste Wort noch nicht weg ist, muss ich vielleicht doch mal in eine Röhre oder irgendwas. Ja, und so ein paar Wortfindungsstörungen tatsächlich, aber das kann natürlich auch an echtem langen Tag liegen, ne? Also muss man echt sagen, also es war ja heute der Laden, YouTube, es war noch Whatnot, wir sind jetzt hier am Schnacken und es ist gleich Mitternacht. HSV hat den ersten HSV eingesackt. Genau, ich sitze hier im neuen Auswärtstrikot, was einem Fischerhemd nachempfunden wurde, mit diesem roten Kragen auch. Sehr, sehr gut. Und man muss sagen, Köln hat gut gespielt. Ja. Haben alles gegeben, aber natürlich hat der Bessere gewonnen. Klar. Nee, also die haben heute, ich hatte heute das Gefühl und das macht mich letztendlich glücklich, der HSV hat sehr souverän gespielt. Man, also vom Gefühl her so, wie die Gegner des HSV letzte Saison. Also Hamburg, also Köln war dominant, haben alles gegeben so, aber man hat nicht das Gefühl gehabt, dass sie eine Chance haben zu gewinnen. Also so wie der HSV letzte Saison. Ja, oder Hamburg hat auch letzte Saison viel gute Spiele gemacht, aber haben trotzdem verloren. Und ich hatte heute nicht das Gefühl, dass Köln gewinnt. Ah ja. Also es war gut, hat Spaß gemacht. Aber Köln war nicht schlecht. Also ich glaube, gegen schlechtere Gegner machen die bestimmt da ihr Ding. Aber heute, ja, war nix, war okay. Also 2-1 ist letztendlich ausgegangen. Das war, glaube ich, auch. Schon mal Platz 1, kann so weitergehen. Ah ja, stimmt, ist ja kein anderer. Stimmt, Spitzenreiter. Screenshot geschickt, zu Ronaldo gesendet. Ja. Wird das was soll der denn als Waterboy kommen? Ja, wer Lust hat, immer beim Meister bei der Number One zu spielen in Deutschland. Nee, du musst ja, beim HSV ist ja Leistungsprinzip, nicht nur Optik. Der weint auch viel, ne? Ja, und also ich glaube nicht, also der ist ja nur auch schon, wie alt ist der, auch schon 40? Oh, knapp, ne? Ja, ja. 38. Oder 90. Welchen Ronaldo meinst du? Den dicken eigentlich. Ach, den? Weißt du, den ganz guten können wir uns leisten? Nee, der ist vom Gehalt nicht. Der ist jetzt, ist er nicht in. Der ist doch reich genug. Der ist er nicht. Wo spielt er nicht in Dubai, Arabien? Ja. Oder genau, Arabien da irgendwo, ne? Saudi-Arabien. Ja. 200 Millionen im Jahr. Ja, okay, nee, das wird nix. Okay. Also der Kühne könnte das bezahlen. Will er aber nicht. Will er nicht. Der lebt doch gar nicht mehr lang. Der kann doch mal das Geld nochmal raus. Der ist so geizig. Der ist irgendwie Ende 80 und hat irgendwie 5 Milliarden. Und keine mehr. Erben. Ich glaube sogar mehr. Ist der reichste Deutsche und hat keine Erben. Ja. Und aber guck mal. Und ist kurz vorm Tod, so wie der aussieht. Aber von nichts kommt auch nichts. Also er sieht nicht viel besser aus als Biden. Und Biden hat man ja gesehen, der kriegt auch nichts mehr auf die Reihe. Hat aber Erben. Ich hoffe sehr, dass diese, wie heißt die Kamala Frau? Harris? Ja. Ich hoffe sehr, dass da irgendwie was geht. Ich habe irgendwie, was Entertainment-Faktor angeht, habe ich schon Bock auf Trump wieder. Nee. Das geile Bild auch und so. Oh Mann, der weiß, wie man unterhält. Ja, der wir haben jetzt gemerkt, der kommt aus der Unterhaltungsbranche. Ja. Ne, der war, also immer. Letztendlich, gerade in Amerika, ist Wahlkampf Entertainment. Ja. Ist so. Und es haben leider viel zu wenig. Und Geld, ja, hat er auch. Es waren ja auch Schauspieler und so schon Präsidenten. Ja, ich glaube, Taylor Swift wird auch nochmal Präsidentin. Wenn sie die. Ja, wäre mir lieber als Trump tatsächlich. Ja. Auch optisch. Die kommt auf die Bühne und dann alle, also da wäre ja richtig Action. Naja. Überleg mal, aber pass auf,
Wir haben ja jetzt gemerkt, Biden, der hat ja wirklich auch nachweislich Anweisungen bekommen, wie er so simpelste Sachen hin also machen muss. Kommt quasi am Tisch und da steht dann, der hat es ja verkehrt rumgehalten. Da hat man gesehen, du gehst hin, setzt dich zu dem Stuhl, der irgendwie rot markiert ist. Du begrüßt alle. Du machst ja, es ist schon klar. Ich glaube, das hat jeder so mitbekommen. Also auch. Und an dem, ja, worauf ich hinaus wollte, ist, es ist im Prinzip, das Konstrukt dahinter ist wohl so mächtig und so groß, dass diese wirklich die Spitze, der Präsident, gar keine Rolle spielt, wer das ist. Es ist halt nur so. Ja. Naja, Marionette. Wie ein Pressesprecher. Marionette. Ne? Ja, so ein bisschen. Und das ist dann auch egal, ob Trump da sitzt das oder Kamala Harris, aber Trump ist witzig zumindest. Kamala Harris ist so ein bisschen Ghetto. Da gibt es so ein paar Videos, wie halt so, da ist sie in ihrer Hood und da läuft halt der wirklich Gangster Paradise und sie ist mit ihrem Homie so ein bisschen, aber nicht zu viel. Sie könnte richtig abgehen, aber man weiß, also sie muss auch ein bisschen darauf achten, dass sie nur so ein bisschen, weißt du, man merkt, sie hat mega den Flow. War die nicht Staatsanwältin auch? Keine Ahnung. Ist auch egal. Politik hat hier gar keinen Platz eigentlich, ne? Aber guck mal, wie lange waren wir jetzt nicht? 4 Wochen? Die ganze EM? Oder haben wir erste EM-Spiele hier schon besprochen? Keine Angst, kommt jetzt kein Fußball. Ich will eigentlich auf was anderes hinaus. Wir hatten gar keine EM-Stimmung. Oder du? Wir haben auch die ersten beiden Spiele. Wir haben uns so reingearbeitet. Wir hatten ja wir haben drei Spiele geschaut. Von Badobrik aus hatten wir das erste Spiel sozusagen, hatten wir so einen Fantisch. Da haben wir noch verlost, wer bei uns mit am Tisch sitzt, mit Bier, mit so Brezel und Bier war ja am Tisch. Dann hatten wir so VIP-Plätze. Direkt vorne und dann haben wir aber gemerkt, das ist nicht unser Ding. Also das haben wir gemacht, also ne, ja auch verlost und das war auch ein netter Abend. Ja. Wir haben so gemerkt, wir wollen stehen. Ich habe mich hingestellt und dann haben die gesagt, hinsetzen, weil die nichts gesehen haben. Ich sitze doch hier nicht die ganze Zeit. Ja. Und dann haben wir gesagt, so okay, nächstes Mal ist geil hier live, machen wir wieder, aber nicht mehr hier wie die Affen, Lackaffen da vorne am Tisch. Dann sind wir wie ganz normale Menschen, sind wir da rein. Und war es eine gute Entscheidung? War sehr gut. Sehr gute Entscheidung. Sehr gute Entscheidung. Ich war so besoffen den ersten. Ja. Diese Sprüche, ich glühe vor, wie ihr Party macht. Ja. Also das, so in etwa war das. Und dann war es auch immer lustig. Also wir sind dann danach durchaus schon, ist ausgeartet. Also ich kann mich noch erinnern, einen Abend, das war ja mittwochs oder so. Ja, ich hatte lange nicht mehr so viel Spaß. Und wo ich eigentlich nach Hause wollte. Ja. Und wo du und noch andere Personen gesagt haben, nee, geht jetzt noch weiter. Und dann habe ich gesagt, okay, ich gehe jetzt mit den, ich hatte eigentlich auch ein Taxi nach Hause, der wollte mich nach Hause fahren. Ich gehe jetzt mit denen mit, weil es ist mitten in der Woche, hier in Lüneburg, keine Clubs, es ist ja nichts los. Es wird ja nichts passieren hier mehr. Ich gehe jetzt mit denen mit, dann geben sie Ruhe, dann sehen die, es ist nichts los, dann gehe ich nach Hause, alles gut. Ess vielleicht noch einen Döner oder so. Ja, Pustekuchen. Ich weiß gar nicht, das ging ja immer, bis es wieder hell wurde. Ja. Es war ja wirklich, und es waren ja Storys dabei, wo muss man sagen, das für eine gute Telenovela wäre es zu hart. Und wenn man das so erzählt und nicht dabei war, wird man vielleicht auch denken, ach, das habt ihr euch aber schön ausgedacht. Sowas passiert nicht. Aber ist passiert, ne? Darf ich? Mach. Ich warte die ganze Zeit. Erstmal, um auf die EM zurückzukommen, muss ich wirklich sagen, dass es ein schönes Event war. Vor allem, und es hat mich am meisten gefreut, für die Generation, die, was das Alter angeht und die Reife, eigentlich in der Partyphase gewesen wäre, weißt du? Mhm. So, naja, 14, 15, 16, 17, 18. Aber Corona dem Ganzen einen Strich durch die Rechnung gemacht hat. Ich finde das wichtig, dieses Soziale kennenzulernen einfach, in jungen Jahren, weißt du, rauszugehen, zu feiern, da in diesem kleinen Mikrokosmos irgendwie, ne? Erste Liebschaften, Menschen kennenlernen, dieses ganze Soziale. Lüneburg ist dafür eine perfekte Stadt früher gewesen. Coole Diskotheken, die haben wirklich, also erstmal natürlich Studentenstadt, 10% Studenten, 8000 Studenten oder so und direkt auf dem Campusgelände, auf so einem mega geilen Campusgelände, wo du überall geile Möglichkeiten hast zu sitzen, was weiß ich, gerade im Sommer, herrlich, war eine Riesenhalle mit so einem geilen Outdoor-Bereich, eine Diskothek, quasi dreimal die Woche war da irgendwas. Da konntest du hin, für ein Appel und ein bist du rein, überall faire Studentenpreise. Und hast, ja, das war ein Traum einfach. Ja. Nur junge Menschen, weißt du, das fehlt ja jetzt. Irgendwie und, ja. Und die Generation, ich weiß nicht, hätte auch. Aber die hatte dieses coole große Event, Public Viewing mit vielen Leuten, geile Stimmung, weißt du, Lieder zusammen singen mit über 1000 Leuten. Oh, links.
Ja, was für, rechts. Also Nick Em hat ja auch so eine eigene. Ich habe übrigens ja vorher getippt, also wir haben ja gesagt, wer wird EM-Sieger. Ja. Also ich habe nicht recht gehabt, aber ich habe zumindest, also meine beiden Favoriten, also ich wusste beim Halbfinale schon, dass einer meiner genannten Favoriten ins Finale kommt. Ich habe ja England und Holland. Und ja. Die haben ja gegeneinander gespielt im Halbfinale, glaube ich. Ja gut, im Halbfinale sind aber zwei Tipps, auch ist eine in der Flipcoin, eine 50-50 Chance, dass da wirklich eine Mannschaft von ins Finale kommt. Hä, nee, wir haben es ja aber bevor der EM gesagt, wer wo. Und da habe ich also schon einen Finalisten zumindest richtig. Ganz gesagt. Am Anfang? Ja. Ach so, ja. Hast du gesagt, im Halbfinale wird Holland und England sein? Nein, ich habe gesagt, also meine Favoriten sind Holland und England. Vor der EM. Ja, ich habe eigentlich gesagt England, aber Geheimfavorit Holland. Ah ja. Und die sind ja relativ weit gekommen. Ja. Naja. Ja, möchtest du jetzt Applaus? Oder? Mhm. Gut, Fußballprofi. Warte. Gut, dass du HSV-Fan bist. Ja. Aber nee, für die hat mich das wirklich sehr gefreut, weil wir haben 3 Spiele Public Viewing erlebt. Und diese Stimmung war einfach schön. Gerade als wir denn da in der Crowd waren, weißt du, viele junge Leute. Ja, Finch asozial, für die warst du Finch. Also du hattest ja noch den Fukuhila. Also das glaubst du gar nicht. Mit dem Fukuhila, mich haben so viele Leute voll gesabbelt. Hey Finch! Und dann ein Foto machen und Finch, Foto, geile Frisur, geil. Den ersten Abend auf dem Stint, wir haben ja in der Insta-Story, wer das verfolgt, vielleicht beim Spielwareninvestor, der sind wirklich. Wir haben auch ein Foto gemacht mit 8 bis 10 Mädels, die so besoffen waren, die haben gedacht, du bist Finch. Ja. Die haben das wirklich, und wir haben die ja am, ich glaube, eine Woche später wieder getroffen in irgendeiner Disco da, und die dann wirklich nicht ganz so voll waren, haben gedacht, oh ja, wir haben wirklich gedacht, du bist Finch. Ja. Also das war. Hätte ich mal besser ausnutzen sollen. Ja. Naja, gut. Nein, oder auch nicht. Genau, ist am Anfang ganz witzig, man macht das mit, gerade wenn man einen MT hat, aber irgendwann war es wirklich nervig. Ja, ja, auf jeden Fall der Fukuhilas Geschichte. Ja. Genau wie der EM-Titel der deutschen Nationalmannschaft. Mhm. Übrigens, also wenn das keine Hand ist. Also es ist auch so ein ewiges Ding, ne? Ja. Also das ist so wie Wembley-Tor, da wirst du ewig drüber reden, also und so lächerlich. Wisst ihr, an dem ganzen Szenario, da sind ja so viele Einflussfaktoren, so eine kleine, aber doch wichtige Entscheidung, Bruchteil von einer Sekunde, ist wirklich so der Butterfly-Effekt. Was wäre, wenn? Man kann 100.000 Szenarien spinnen, überlegen, was denn passiert wäre, aber nee, quasi eine Entscheidung und ja, Ausmaß. Und wisst ihr, wer bei der ganzen Sache aber der größte Verlierer ist? Der dänische Nationalspieler, der eine Runde vorher das Handspiel gegen uns macht und was gepfiffen wird und Dänemark deswegen rausfliegt. Ja. Weil der hält ja seine, ist vergleichbar beide Szenen, der hält seine, also alle, die das nicht gesehen haben, tut uns jetzt leid, aber das, wir gehen mal davon aus, dass bei der EM im eigenen Land vielleicht auch so ein paar Leute, die nicht unbedingt Fußballfans sind, dann auch schon mal die Spiele gesehen haben in der deutschen Nationalmannschaft. Da kennt ja die Szene, ne, irgendjemand will eine Flanke schlagen und der Däne ist in der Laufbewegung und hat seinen Arm relativ nah am Körper, aber seine Hand ist so in der Laufbewegung halt, kriegt er den gerade dagegen. Es wird 11 Meter gepfiffen, weil dieses komische EKG in dem Ball einen ganz kleinen Ausschlag zeigt. Also man sieht das nicht mal in der Bewegung, aber man sieht in dem Sensor in dem Ball ist ein Ausschlag. Das heißt, es muss eine Bewegung stattgefunden haben. Digga, wie eine Operation. So, ne? Und deswegen kriegen wir einen 11 Meter und sind quasi weiter. So, der Däne sieht eine Runde weiter, okay, Deutschland, das ist ja dann so, wir sind gegen Deutschland rausgeflogen, wir drücken Deutschland die Daumen, weil wenn die gewinnen, können wir sagen, ja, wir sind gegen den Europameister rausgeflogen. Wären wir weitergekommen, wären wir Europameister geworden. Vielleicht. So, wie wir das bei den Spaniern auch machen. Und dann sieht er die Szene von diesem Cucurella, der, Digga, habt ihr die Reaktion von dem gesehen? Wie der reagiert, als er den Ball... Ja, der Spieler selber auch. Ja, klar. Also das ist wirklich... Der hat den Arm, ich schwöre, der hat den Arm 1 Meter neben seinem Körper und kriegt ihn dagegen. Vor allen Dingen... Natürlich ist es egal, ob es Absicht ist oder nicht. Der hat nichts zu suchen. Der Ball, wie aufs Tor kommt und fest reingegangen. Hast du bei Instagram gesehen, es gibt ein Trainingsvideo, wo die Spanier, wo im Training exakt dieselbe Sache passiert in einem Trainingsspiel. Er exakt dieselbe Handbewegung, auch mit der Hand auffällt. Es ist gar keine Frage, sofort gegnerische
also gegnerisches Trainingsteam, ja, den Ball. Gar keiner diskutiert, ja, da. Der trainiert das, ja, da so ganz offensichtlich. Und es wirklich gibt 1000 Monitore, 1000 Kameraeinstellungen, das finde ich am schlimmsten. Das finde ich am allerschlimmsten. Guck mal, wenn der Schiedsrichter das entscheidet, okay, kann man sagen, der stand schlecht, irgendwas. Genau. Aber mit diesen ganzen technischen Kokolores, ja, mit den ganzen Kameras und dann zu sagen, da war, ja, nichts, dann ist das Allerschlimmste. Und nicht mal zu sagen, also, ich schaue doch mal auf den Bildschirm. Boah. Die 30 Sekunden nehme ich mir mal bei einem Viertelfinale, bei einem Viertelfinale einer Europameisterschaft in einem großen Land gegen den Gastgeber. Wäre es vielleicht mal nicht schlecht, einmal raufzugucken. Aber nee, und Mourinho, einer der größten Trainer aller Zeiten, hat uns ja davor gewarnt. Meinte, der Typ, der ist so für Spanien, pass bloß auf, Deutschland. Der pfeift für Spanien, pass mal auf. Und dann so eine Scheiße, Digga. Ja, das ist... Okay, abgehakt. Das muss ja mal loswerden. Ihr merkt, uns beschäftigt das schon. Oh, ich bin so traurig gewesen. Das waren tagelang danach. Ich hatte auch keinen Bock mehr, ernst zu gucken. Da war die Stimmung hin. Wir waren dann auch los. Das war ein Freitag. Extra früher frei gemacht hier. Also danke an dich nochmal. Den Laden, das war ja Anfang des Monats auch. Ja. Quasi den Laden um 15 Uhr zugemacht, damit wir genug Zeit zum Vorglühen haben. Du kommst angefahren, ganz entspannt, in Ernststimmung. Bacardi Cola in so eine, hast du extra solche Eisbecher geholt? Ja, ja. Besseren Chef kann man nicht haben. Und dann schön, geile Stimmung. Naja, dann war das Spiel vorbei und die Stimmung war nicht mehr so gut. Aber die Woche davor, die letzten beiden Wochen davor, zwei Geschichten möchte ich erzählen. Darf ich? Ja, jetzt haltet euch fest. Jetzt kommt ein Schmankerl. Nichts für Kinder. Also ihr habt kurz Zeit, eure Kinder die Augen, die Ohren zuzubinden. An dem ersten Abend, als wir los waren, wir haben quasi uns dafür entschieden, dass wir bei dem Event in der Menge gucken, ne? Wir beide und noch ein Kumpel, drei Leute, und haben dann gemerkt, dass quasi während des Spiels drei Mädels sich so gedeckt vorstellen. Naja, und so, weiß ich nicht. Dein Kumpel, der übrigens, ich nenne keinen Namen, aber ein Kumpel von dir. Also sagen wir René L. Sagen wir R. Lienke. Ja, ja, den meinst aber du? Keinen Namen. Ja, aber keinen Namen. Der ist ein bisschen wie Stifler aus meinen Augen. Der hat wirklich Frauen studiert. Du hast irgendeine Frage. Der hat einfach eine komplette Vollmeise, Alter. Der hat mal Stifler auch, ja. Aber ich finde das sympathisch. Du hast irgendwie, und da steckt ja auch wirklich Leidenschaft rein. Du fragst ihn irgendwas, ja, keine Ahnung, die Stars, und irgendeine Frage, was Frauen angeht. Oh, mein Freund, also pass mal auf. Szenario 1, sie hat das gesagt, meinte dies und das und jenes. Szenario 2, sie denkt eigentlich daran gerade, wann ist denn ihre Beziehung zu Ende? Weißt du, jegliche... Er denkt, er weiß sehr viel, ja, ja. Nö, aber wirkt, verkauft es auch sehr gut. Ja, er kann auch sehr gut verkaufen. Auf jeden Fall hat er gesagt, ey, pass mal auf, die drei, ne, die wollen uns kennenlernen. So, passt perfekt, 3 und 3. Und irgendwie wirst du gleich merken, die suchen den Kontakt zu uns. Ich sag, Quatsch, hier kann man nur gut gucken gerade, Fußball, was weiß ich. Und dann immer, weißt du, es gibt ja solche. Ja, ja, ja. Egal, wo man gerade ist. Und immer irgendwie, wenn irgendwas mit Frauen in der Nähe ist, sagt er, ah, okay, pass mal auf, da irgendwie ist noch mal was Interessantes. Wie Stifler. Ja, Stifler ist echt ein guter Vergleich. Ja, ja. Und dann sagt die eine so denn, dreht sich halt zu uns und sagt dann so zu mir, oder fragt, wo spielen die denn eigentlich heute? Ich sag, ja, Dortmund, aha. Oder Stuttgart, weiß ich nicht genau, was war. Ich glaube, Dortmund ist, ne? Das ist gegen Dänemark. Keine Ahnung. Und dann sagt er, siehste. Und die eine halt so am Tanzen, Popo wackeln und so weiter. Dann pass mal auf. Und dann, ja, gut, Kontakt hergestellt. Und dann abends, dann waren die auch noch auf dem Stint. Das ist hier in Lüneburg sowas wie der kleine Kiez. Weil die ist auch nicht, die aus dem Süddeutschland kommen, ist quasi so eine Kneipenmeile. Ne? Relativ enger Platz. Paar Straßen. Wasserviertel und alles voller Kneipen, ja, und so Clubs. Und auch eine coole Brücke, wo alle sitzen, Kiosk und wirklich schön. Gerade im Sommer ist es eigentlich herrlich, wenn man draußen noch viel Zeit verbringen kann. Haben wir die getroffen und dann, ja, so ein bisschen halt mit den Zeit verbracht, dies, das. Und dann, ich muss dann auch wirklich nochmal kurz erzählen, dass ich so lange aus dem Game raus bin. Also ich war ja lange in der Beziehung und habe seitdem auch, was Daten und so angeht, nicht so viel gemacht. Man ist irgendwann raus, tatsächlich. Weißt du, was ich meine? Man ist ja, einfach raus. Absolut. Und ich brauche, wäre Stifler die ganze Zeit an meiner Seite gewesen, wäre es gut. Weil er dann mir gesagt hätte, pass auf, oder so einen auf der Schulter, wie so Siri. Der sagt, pass auf, in der Situation das und das wird gerade gedacht, das und das musst du machen, dann kommst du zu dem Ergebnis. Ich war lost, ja, auf jeden Fall dann mit der einen im Prinzip nach Hause.
Ja? Mhm. Und dann, naja, habe ich nicht irgendwie so die Vibes gespürt. Und dann bin ich eigentlich los. Ich war mit dem Fahrrad unterwegs, weil ich nur eine Viertelstunde mit dem Fahrrad entfernt wohne aus Lüneburg. Hat es aber so dermaßen geregnet, ruft sie an und sagt, nee, es regnet so doll, komm doch nochmal rein. Und dann musste ich das Treppenhaus relativ hoch gehen. Und dann dachte ich mir dabei, als ich dann sozusagen die Treppen hochgegangen bin, möchte sie jetzt vielleicht doch mit mir, ne, Spaß haben? Es wäre gut, wenn ich jetzt irgendwie einen Hinweis hätte, dass ich wüsste... Gib mir ein Zeichen. Ja, ich so, gib mir ein Zeichen, lieber Stifler-Gott, dass ich irgendwie... Ich brauche jetzt ein Zeichen, wo ich weiß, ja, sie hat doch irgendwie auf mehr Lust. Sie steht an der Tür, nur in dem BH. Das wäre im Nachhinein, war das wahrscheinlich das Zeichen. Was mache ich, Depp? Einfach so wie ein Bro begrüßt. Moin, was geht ab? Jo, alles klar, Bro, danke, dass du mich reinlässt. Hab mich da aufs Sofa gepflanzt, meine Lebensgeschichte erzählt, von irgendwelchen Sorgen. Die ist fast eingependelt. Ich meine, ja gut, der Regen ist vorbei, tschüss. Ja. Ja. Ja, so war's. So lange, ja gut. Also, ja. Was dachtest du, Lars? Glaubst du, das ist, wenn eine Frau einem im BH dann nur noch die Tür aufmacht, nachdem man viel Zeit verbracht hat, ist es denn schon ein Zeichen? Also, um dich zu beruhigen, ich glaube einfach, dies hat ja auch ein bisschen Regen dann vielleicht auch mit abbekommen, weil sie am offenen Fenster saß und dann auch rausgeschaut hat. Siehste? Und sich halt einfach kurz umgezogen hat und in dem Moment klingelst, weiß ja nicht, dass du genau dann klingelst. Genau. Dann hatte sie halt nicht die Zeit, sich was überzuziehen. Ich nehme mal an, so, also alles gut. Also, alles gut, ne? Alles ja, gut? Ja, absolut gentleman-like reagiert. Habe ich, ne? Finde ich gut. Ja. Ja. Nochmal anrufen nächste Woche. Moin, wir sind wieder auf dem Stillen, gucken Fußball. Ja, nee. Ich bleib zu Hause. Ich könnte ihn mal anrufen jetzt. Ja, nein, machen wir nicht. Nein. Woche später, da habe ich, muss ich sagen, das war... Da war der Köln, jetzt kommt der Knüller übrigens. Ah, ja. Die Woche drauf. Es gab dort eine Situation, wo man sagt, boah, weiß ich nicht, ob es das früher gegeben hätte so. Ja, oder? Genau, und da war... Also ich stand da mit, wir nennen ihn Stifler, ich stand da mit dem und so, also jetzt aus meiner Warte, weil es war eine interessante Geschichte, weil eigentlich, ich kümmere mich um meine Homies, ich passe auch auf. Ne? Redest du auch für die neue Generation, ja. Fresh, Bro. Ich passe da auf, dass jetzt auch, wenn, kann ja auch mal Stress geben, ne? Also je nachdem, es gibt ja solche und solche, sondern gab es eine Situation, da stand ich mit Stifler dort und dann kam ich weiß nicht mehr, wie viele, zwei Mädels an, so, und dann so ein, hi, bla bla, also hatte ich mich eigentlich angesprochen und sagte, ja, du, ich wollte noch mal kurz fragen, hier meine Freundin, pass auf, der Ex-Freund ist jetzt da hinten und sie braucht gerade mal wen zum eifersüchtig machen, würdest du mit ihr da, keine Ahnung, da in Irish Pub mal eben reinlaufen, Hand in Hand oder so, und ich gucke mir die so an, und hab so gedacht, boah, nee. Hier, pass auf, hier, guck mal. hier, pass auf. Hier, mein Kumpel. Nee, guck mal, ihr könnt ja mal hier, ne? So, hier, pass auf, hier so und so. Und dann sag ich zu Stifler, sag ich, pass auf, geh mal mit der los da, das wird super. Ist auf hier, der Ex-Freund ist wo hier irgendwo dies, das. Macht ihr mal da, ne? Ich pass auf, wenn der jetzt eifersüchtig wird und greift dich da an. Ich pass auf, ich hab dich im Auge. Wenn es Stress gibt, ich bin da, Bro. Viel Spaß, ne? Dann sind die da los. Und ich habe auch kurz drauf geachtet. Und dann gab es aber eine Situation in einem Hauseingang. Hat es leicht angefangen zu regnen. Habe ich einen Schritt in deine Richtung gemacht. Ja. Dass ich gerade mit zwei Mädels unterhalten, die dich leicht veräppelt haben, dass sie Fußball-Nationalspielerinnen sind. Eine. Und so. Eine davon und so. Und dann, es gab eine Situation. Ich weiß gar nicht, wie man das hier entschärft darstellen kann. Nicht. Also ich gucke so nach unten. Und dann hat die eine bei der anderen einen Finger versteckt. Ja, in der offenen, also quasi in der offenen Hose. Und dann das war so eine weirde Situation. Das haben wir gar nicht wahrgenommen. Dass ich aus meiner Konzentration so raus war. Ja. Und dann erstmal so in so ein anderes Gespräch verwickelt wurde. Und dann habe ich so nach 10 Minuten gedacht, Scheiße, wo ist Stifler denn hin? Ja, das haben wir ganz vergessen. Noch aufpassen. Dann haben wir gesagt, so, ihr Mädels, hier macht ihr mal da euer Kram da weiter. Dann sind wir doch runter in diesen Irish Pub und der war weg. Ja. Und ich dachte, oh. Egal, zurück zu den Mädels. Ja, nee, das war eine komische Situation. Die hat's gefallen, ne? Ja, sehr. Da waren, also die waren
jung, aber erwachsen, keine Sorge, nicht so jung, aber gerade so erwachsen, vielleicht 20 oder 22. Ja. Naja, wir müssen sagen, also wir beide sind doch, oder auch Stifler, wenn wir betrunken sind, sind wir angenehm. Ja. Witzig betrunken, ja, gute sind, Laune. Ja, durchaus. So, es macht Spaß. So, ne? Man ist jetzt nicht irgendwie, also nicht, einige, die sind aggressiv. Genau. Mein Bruder zum Beispiel, wenn der betrunken ist, da habe ich Todesangst vor dem. Der hat mich schon ausgenockt. Nüchtern. Nee, wir haben, genau, also Arno und ich sind so im Normalfall wirklich so die Lustigen. Ja. Die Tanzbären, ne? Bin da ein Spaß und mal gucken, was ist hier los. Und dann, also so, man lernt schnell viele Leute kennen und ist dann in irgendwelchen witzigen Situationen. Naja, und da waren da zwei junge Mädels und wir standen da mit denen, haben quasi dann, ja, die haben uns ein bisschen veräppelt. Aber ich war so in einem angenehmen, betrunkenen Zustand, dass ich halt quasi ja, ungewollt wahrscheinlich mitgespielt habe und da halt wirklich dann immer gefragt, ja, aber dies und das und jenes und macht ihr dies und das. Und was macht ihr beruflich? Und die haben dann was von OnlyFans erzählt und wie erfolgreich das ist und dies und das. Du hast es schon überhaupt nicht geglaubt, aber ich habe voll geglaubt. Ich habe dir auch geglaubt, dass die Fußballnationalspielerin war. Und jetzt OnlyFans-Karriere und wie viel Geld. Ich habe schon gesehen. Du hast das wirklich geglaubt. Ich habe dir jetzt ja gesagt, Arne, Digga, die haben sich die haben sich eine Story zurechtgelegt. Ja. Hier stimmt einfach gar nichts. Nee. Die eine, der fehlte auch ein Zahn vorne. Ja. Und dann meinte sie, ja, vom Fußball. Hat einen Ball dagegen bekommen. Ja, und dann sagt, okay, wie ist das denn passiert? Sag, hätte sie jetzt gesagt, Schuh. Ja. Ellenbogen, irgendein Kopfball, irgendwas. Und sagt, hat einen Ball dagegen bekommen. Und jeder, der mal Fußball gespielt hat, wie bitte? Also das war auch ein Zahn so an der Seite. Du schießt nicht mit einem normalen Fußball einen einzelnen Zahn aus. Das funktioniert nicht. Das passiert einfach nicht. Okay. Und da habe ich gesagt, okay, alles klar. Das heißt, ja, gegen, ich bin dann nachher so eingestiegen, dass ich gesagt habe, bin Musiker. Hier, und dann habe ich gesagt, bin bei KIZ. So, hier, was machst du so für Musik? Ich sage, hier, guck mal, hier, Spotify und so. Irgendein Album. Hä, da bist du ja gar nicht mit drauf. Ich sag, nee, bin so mehr Background-Tänzer und so ein bisschen so. Ja. Und hab ein paar Bilder gezeigt, wo ich mit den Jungs von KIZ, guck mal hier, das ist der, Tarek. Wahrscheinlich. So, und dann, ja, die haben das dann geglaubt, hab ich sie zurückverarscht. Ah. Und dann haben, ne, so. Mensch, aber nur ich war der Einzige. Du warst ja der wirklich, Einzige, ehrlich. Du bist auch am nächsten gesagt. Tag noch weiter gegoogelt nach denen, ne? Also, voll wissen, ihr habt alles gesucht. Auf jeden Fall, naja, die haben uns dann einfach vom Pferd erzählt, dass sie dann irgendwie mit OnlyFans super reich sind und mich mit ins Boot holen und für was ich alles bereit bin. Ich hätte alles gemacht an dem Abend für ein paar OnlyFans-Dollar. Naja. Auf jeden Fall dachten wir so, ja gut, die quatschen nur, aber wir merken dann halt, die eine hat dabei die ganze Zeit volles Karacho die Hand bei der Freundin in der Hose und ist gerade dabei, sie halt zu befriedigen. Ja. Während wir an der Straße stehen und quasi hunderte Leute, also du drehst dich einmal um, 360 Grad und siehst hunderte Leute und die stehen da am Straßenrand mit Anfang 20 und die eine Finger dir ein. Digga, willst du dich verarschen oder was? Was ist das? Was ja, ist so eine Welt? Ich hab gedacht, ist so. Dann es ist, läuft ist, so, oder? Ist dann wohl ich dachte auch, scheiße, muss ich die jetzt einen runterholen, heimlich in der Hose lassen? Nee, damit wir da ich habe auch den Sicherheitsabstand gehalten, weil du hast schon immer so geguckt. Ja, und schon gedacht, richtig das muss jetzt nicht sein. Nö, aber ich, also, aber solche Abende hatten wir und das, deswegen war es schade irgendwo, dass dann sozusagen Deutschland ausgeschieden ist. Sehr. Also danke für nichts. Also danke Merkel, ne? Also schade. Ja, danke Obama auch. Aber wir hatten, ich weiß gar nicht, ansonsten, es war zu kurz. Also die Sommerpause, ich hätte die noch länger ziehen können. Ach so, die Sommerpause war zu kurz. Die oder? EM. Findest du, die ich EM hab, sowieso. Ich hab, ja, weißt du, was ich in der Sommerpause gemacht habe? Nee. Sport, ansonsten bin ich komplett in dieser Baldur's Gate-Welt. Dungeons and Dragons. Richtig tief drin. Dungeons and Dragons ist doch nicht Baldur's. Doch. Ja, ich habe immer gedacht, Baldur's Gate ist so ein Kriegsspiel, sowas wie. Baldur's Gate ist ein Rollenspiel, aber richtig. Aber hat das mit Dungeons and Dragons zu das tun? Basiert, das, der dritte Teil basiert jetzt auf der fünften Version von Dungeons and Dragons. Echt? In dem Lego-Set, in dem neuen. Und in der Sammelserie, die Figuren, die kenne ich alle. Okay. Kann ich dir alle erklären, was das für Dudes sind? Die skrabbelnde Gehirn, diesen komischen, das Alien mit diesem komischen Oktopuskopf, der ist ja quasi mit beim Gehirn. Diese fliegenden Drachen. Die sind bei Baldur's Gate? Ja. Baldur's Gate ist halt quasi einfach ein altes Videospiel. Mhm. Mega gut. Du spielst es 50 Mal, du hast 50 Mal ein ganz anderes Spiel. Weltklasse. Original vertont. Mit Schauspielern. Kennst du hier ja, Schauspieler kenn OJ, ich. OJ Simpson? Nee. J.K. Simmons heißt der. Den kennst du, den Bösewicht. Da gibt es viele. Birdman. Ja, ich Oscar-prämierte. Ich weiß das nicht. Ich habe eine Namensbehinderung. Wenn du mir da ein Bild von zeigst, dann sage ich, den habe ich schon mal Oscar, gesehen. Also richtig tolle Schauspieler spielen da
haben quasi die Charakteren ihre Stimme geliehen. Es ist das beste Videospiel aller Zeiten. Und ich habe es gespielt, weiß nicht, 40 Stunden und eine lange Pause. Ich fühle mich ein bisschen wie dieser Typ von Baywatch Berlin. Dieser Nerd, der in seiner Eldenring-Welt da so tief drin Thomas. Ist. Ja, wo ich denke, Digga, kannst du in einer Welt so tief versinken? Und dann spiele ich Baldur's Gate. Das habe ich, glaube ich, selten gehabt, dass ich bin gerade irgendwie am also Pflichten erledigen, arbeiten oder Sport oder was weiß ich, ne, irgendwie was jetzt nicht so viel Spaß macht, obwohl Sport Spaß macht, aber es ist ja auch irgendwie so eine Pflicht, also weißt du, was ich meine? Mhm. Wo ich denke, oh, wenn ich zu Hause bin, geil, dann Baldur's Gate wieder, geil, Baldur's Gate. Und das ist so unfassbar geil. Du hast irgendeine Passage, hast vorher gespeichert, probierst Variante A, bist nicht zufrieden, lädst nochmal, gehst einen anderen Weg, weißt du, wählst Passage B und hast was ganz anderes, eine ganz andere Geschichte. Charaktere sterben und leben und tauchen wieder auf. Wie geht denn sowas? 17.000 verschiedene Enden soll es geben. Enden? Dann eine die haben quasi Ewigkeiten an diesem Spiel gearbeitet. Enden. Ha. Und eine Autorin hat 6 Jahre ihres Lebens damit verbracht, Enden für Baldur's Gate zu kreieren. Also es sind jegliche... Ich finde Enden voll witzig. 17.000 verschiedene Enden. Wenn man diese... Ja. Okay, ich bin... Würdest du gewinnen, 17.000 Enden gegen dich? Die wollen dich alle töten. Naja, keine Chance. Nee, da kommt so ein Schwarm. Das ist ja, wie so... Ein... Das ist schlimmer als bei die Vögel. Ja. Das ist wie viel Enden? Normale Enden? Die so auf, was meinst du, wie viel wird zu schaffen? Oder wo? Diese, die man füttert? Ja, so auf so einem Teich, so normale Enten. Wo die Männchen so schön sind und die Weibchen hässlich. Können die fliegen? Ja, die flattern. Die, wo der Mund aussieht wie ein Schäferhund. Kennst du die? Okay, Google mal. Ente, ja. Mund, Schäferhund. Oder einfach nur Ente, Schäferhund. Mund, Schäferhund. Das reimt sich. Ja. Guck dir mal den. Ach so. Stimmt, das habe ich schon mal irgendwie gesehen. Ja. Zeig mir mal, ich möchte auch. Ach so, der Schnabel sieht aus wie... Ja, der Schnabel sieht aus wie ein Schäferhund. Ah ja. Oder? Hm? Ja, richtig. Stimmt. You can't unsee it, wenn du es mal einmal gesehen hast. Ja, genau. Ja, genau. Also diese Enden, wie viele von denen wird es schaffen, wenn es hart auf hart kommt? Die würden dich angreifen. Die sind richtig mega aggressiv. Pinken an deinen Augen rum. Ja, aber die Schnäbel sind auch so stumpf, ne? Nee, die können knatschen. Ja, aber... Also picken können die, glaube ich, nicht. Und so richtig beißen, glaube ich, auch nicht. Ja, aber ich glaube, sie können, wenn sie viele sind... dich ersticken. Ah ja. Wie so Face-Sitting von so einem riesigen Enten. Also ganz viele Enten. Ja. Und dann macht, also ich glaube, es also müsste schon ein paar sein, dass man da ernsthaft in, also so 150 oder so. Dass die, weil ich glaube sonst, es sind ja keine Schwäne oder so, ne? Also wenn jetzt so 5, 6 Schwäne, da kriegst du schon echt ein Problem, ne? Also wenn die so mit den Flügeln schlagen und sowas. Aber Enten, ich weiß nicht. Kannst du wegkicken. Ich muss erstmal testweise gegen 5 Enten müsste ich kämpfen, damit ich weiß, wie doll fühlt sich so ein Flügelschlag an. Ja, ich kann das aber auch schwer einschätzen. Ich hätte jetzt wirklich große Klappe und würde sagen, so 200 Enten, klatscht du doch wirklich um. Immer ja, aber an Hals und einmal so ganz doll schütteln. Ja, aber dass wenn die Hals alle bricht. Auf einmal kommen, ich glaube, dann 200 auf einmal. Du musst taktisch vorgehen, wie bei Baldur's Gate. Du greifst nicht gleich an, sondern erstmal deinen Schurken und die Druiden erstmal nach hinten. Mhm. Oder Sprung als Bonusaktion nach oben, damit du quasi im Vorteil bist. Ah, als Bonusaktion verstecken, dann hast du den Heimlichkeitsbonus und dann musst du ja gucken, ob es das geübt Fertigkeit ist. Ich habe, glaube ich, in meinem ganzen Leben so plus, noch glaub, nie ein Spiel so. Was hast du gerade gesagt? Wie viele Stunden? 80 habe ich schon drin. Ich glaube, also FIFA jetzt mal ausgenommen, da glaube ich auch. Habe ich ganz viele, aber so ein, also so ein Computerspiel mit so Leveln und so, wo man so durchrennt. Glaube ich, alles, Super Mario, also vielleicht Mario Kart und FIFA ausgenommen, aber alles andere so, wo man so durchrennt, durch so Levels. Super Mario 64? All so eine Spiele, ne? Ja. Alle zusammen habe ich vielleicht 64 Stunden gespielt. Nee, 80 habe ich. 80? 64 habe ich gesagt, wegen Nintendo 64. Boah. Also, das ist mein erster Run. Ich habe da sind einige Leute im Laden, Lars. Also, das ist witzig. Wenn die denn mit einem so relaten können, da ist jemand, der. Das sieht man ihm an. Also ist ja auch nicht schlimm, aber man sieht, das ist ein Nerd. Ich liebe Nerds. Also überhaupt nichts Schlimmes, ne? Aber man ist ja auch in Ordnung, wenn man dir das so ansieht. Die es, haben den. Ja. Deadpool-T-Shirt. Es ist ja eher so, dass Nerds mittlerweile einen Coolness-Faktor erreicht haben, wie sie nie zuvor gab in der Geschichte. Viele Nerds sind mittlerweile. Guckt ja, Elon Musk, totaler Nerd. Ja. Bill Gates, totaler Nerds regieren die Welt mittlerweile.
Stranger Things, diese ganzen Serien. Ich liebe so, das. Big ja. Bang Theory, die sind ja alles. Ja, auch. Voll. Wir sind zwar ein bisschen coolere Nerds als die Nerd-Nerds. Überhaupt nicht cool, leider. Ich glaube auch, dass jeder Nerd vielleicht von sich denkt, dass er gar nicht so schlimm Nerd ist. Ja. Und alle anderen, das ist so wie, wenn man dumm ist. Für einen selber ja. ist es nicht so schlimm. Kann ich auch relaten, ja. Aber für alle anderen um dich herum ist es schwierig manchmal. Ja. So ist das mit uns auch, glaube ich. Und dann noch, tut mir leid an meine Umwelt. Mhm. Auf jeden Fall mega Nerd, kauft Dungeons & Dragons Set, fragt, und, naja, ich liebe diese Welt und hat dann seine Homies, mit denen er immer spielt und dann lassen sie das stehende Woche und dann kommen sie alle wieder zusammen, jeder hat seine Rolle. Und Baldur's Gate, ja klar, mehrmals gespielt, schon dreimal durchgespielt. Wow. Und du musst, um es wirklich durchzuspielen, steckst du, ja, also locker 75, 80 Stunden echt rein, um es halt durchzurushen. Zu sagen, ich mache diese gar nicht so viel Nebenmission. Das und, ist für mich undenkbar, ja, wirklich. Ja, ja, genau. Also ja. Es ist wirklich undenkbar. Ja, das ist auch krass. Es gibt manche Leute, die haben in einigen Videospielen so viel Zeit reingeballert, Lars. Es gibt einige, du siehst ja, wenn jemand einen Kommentar schreibt bei Steam, der hat einen Account dort und der ist mit seinem Steam, also quasi dieser Datenbank, wo alle Videospiele sind, ne, verknüpft. Und ich schreibe jetzt mit meinem Account, schreibe ich einen Kommentar zu Baldur's Gate. Dann sieht man oben, wie viele Stunden ich in das Spiel gesteckt habe. Was? Damit die Leser wissen, wie seriös ist der Kommentar. Also wie sehr kann ich den ernst nehmen? Ah, ja. Da schreibt jemand einen Kommentar und man sieht 0,3 Stunden drin. Und sagt, hier, ganz schlechtes Spiel, bla bla bla. Wo man denkt, ja gut, der hat gar keine Ahnung. Dann kannst du als Benutzer sagen, Kommentar war nicht hilfreich und dann verschwindet er irgendwann so. Ne? Und dann, weißt du, wie mit dem Instagram mit den Likes, dann siehst du irgendwann die mit den vielen Likes zuerst und wie auch immer. Da sind halt einige Leute drin, die haben halt auch so also über 1000 Stunden schon drin. Boah. Und schreiben dann sowas wie, ja, ist ganz okay, das Spiel. Das ist... Es ist ja wirklich diese Generation... Also auch jetzt in unser, also ne, unser Alter, die Generation vor uns, unsere Eltern, die haben ja so diese, naja, so diese Bilderbuchleben. 35, 30 Jahre einen Beruf. So alle verfolgen ungefähr den ähnlichen Lebensstil. Ja, es also auch genau, dieser Berufs- oder guck mal, als wir ja. Also jung waren in der ja. Schule, hieß es bei dir wahrscheinlich auch, mach mal erstmal eine Ausbildung, hast was in der Tasche. Ja. Und bei unseren Eltern und eigentlich ja nur bei unseren Eltern, weil ich finde, die Generation davor war jetzt auch nicht so safe im Sattel. Also ich weiß, mein Opa, der hat auch ganz viele Berufe durch, zum Beispiel. Und dann, klar, war der dann irgendwo dann vielleicht nochmal 20 Jahre ja, oder ja, so. Ja, klar, es waren andere Zeiten. Und dann davon die Kinder, also quasi unsere Eltern. Das war so die Generation, wo du eigentlich Ausbildung gemacht hast, vielleicht sogar dann im Ausbildungsberuf, also in der Firma geblieben bist, unter Umständen. Ja. Aber zumindest in dem Beruf geblieben bist, bis zur Rente, so. Also überwiegend. Ja. Und die haben dann natürlich eines nicht besseren Wissens uns wiederum den Rat gegeben, so mach erstmal was, hast du was in der Tasche und was willst du werden und so. Ich weiß ja heute noch nicht, was ich werden will. Also ich finde auch, groß will ich werden. Ich finde, genau, glücklich will ich werden. Ja. So, das ist ja so, du bist ja eigentlich schon was. Ja, genau. Weißt du, du kommst ja auf die Welt und du bist ja was. Ja, genau. Und ich finde so schlimm dieses, was willst du denn werden, dass wenn man da so drüber nachdenkt, es ist ja eigentlich so, dass du jemand bist und gucken musst, wo du mit dem, was du bist, so reinpasst, ja. dass du für dich und für andere im Idealfall irgendwie wertvoll, also so einen Mehrwert hast. Genau, liegest. Voll. So. Aber das ist so diese, genau. Das ist, ja, finde ich, hast du perfekt recht. Ja, aber so schwierig halt, das, ja, das ist so die Challenge. Und deswegen, also ich bin sowas von abgekommen. Wolltest du gerade noch was zu Ende erzählen, bevor ich dich jetzt rausbringe? Ja, und zwar, es ist ja nicht nur beruflich, diese Einigkeit im Beruf, dass man diesen Weg geht oder es ist falsch, ist ja einfach so. Ja. Ne? Sondern auch was Familie angeht. Es gibt ja so diesen Haus, wenn jemand in der Generation unserer Eltern keine Kinder hat oder keine Kinder gezeugt hat, also war immer ein bisschen strange. Mhm. Wenn man diese ganzen Beruf oder auch Finanzen oder auch Lebenswelt mit der jetzigen Generation also oder unserer und die Generationen, die kommen, vergleicht, sind das ja Welten. Ja. Jetzt ist es ja wirklich so, keine Ahnung, da streben welche wirklich an oder machen denn mit so ein bisschen Teenager machen, also diese Möglichkeit auch Geld zu verdienen, diese Möglichkeit Reichweite zu erzeugen. Früher gab es ja da Fernsehen und Zeitung, ja. alles so wirklich nicht sehr viel Output,
Also ne, paar Seiten und paar verschiedene Sender. Wenn man jetzt vergleicht, wenn man jetzt das damalige Fernsehprogramm mit YouTube vergleicht, mit einer Internetseite. Also es ist ja ein Wassertropfen. Das ganze Fernsehprogramm von damals im Vergleich zu, was weiß ich, den Top 100 YouTubern von dem Content. Also weißt du? Ja. Das ist ja... Aber jetzt die Kids, die jetzt, sag ich mal so 14, 15, 16 sind und vielleicht an so einem Punkt, wo sie ja eigentlich Ausbildung machen müssten, aber nicht so super motiviert sind, weil sie sehen irgendwie, Streamer verdienen das und das und die jetzt... Das ist ja ein großes Problem, glaube ich, die so Streamer werden wollen. Voll. Oder YouTuber oder was weiß ich was, ne? Diesen Beruf wird es safe in, keine Ahnung, 5 Jahren auch nicht mehr so geben. Dann hast du diese AI-Influencer, also quasi Computer-Influencer, die du gar nicht mehr von echten Menschen unterscheiden kannst, aber die dann einfach von den Unternehmen so gesteuert werden und die Unternehmen einfach gar nichts mehr kosten, weil sie diesen AI-Influencer selber programmiert haben. Du wirst diese Menschen da nicht mehr brauchen in diesem Sinne so. Also das ist, es wird sich sowieso alles so, also du hast, wir wissen noch gar nicht, wie es weitergeht, aber ich würde darauf wetten, dass das nicht so weitergeht wie bisher. Es ist tatsächlich also, das erste Mal in der Menschheitsgeschichte der Punkt angelangt, wo Experten, ne, du darfst doch nicht so dran rumfrieben. Die Experten, ich bin ganz nervös, die Experten der Wissenschaft überhaupt nicht wissen, wie die Welt in 20 Jahren aussehen wird. Ja. Wir haben keinen blassen Schimmer. Ja. Das erste Mal. Man hat immer eine ungefähre Tendenz. Ja, hier gibt es immer Einflussfaktoren, die dann sozusagen das Spiel ein bisschen verändern. Aber jetzt durch die KI ist so ein großer Faktor und das hätte niemand gedacht, hätte man die Leute gefragt vor 5, 6, 7 Jahren, als Internet gerade so am Boom war. Na Leute, glaubt ihr, in den nächsten 10 Jahren kommt nochmal ein richtig großes Ding vergleichbar mit dem Internet raus? Hätten alle gesagt, nee, wir sind an dem Endpunkt angelangt. Na, es wird nichts mehr passieren. Es wird optimiert vielleicht. Es gibt so ein paar kleine Nischen, wo dann nochmal so dieser Weg sich so leicht schlängelt. Ja, das gibt es doch immer oder gab es doch immer. Ne? Also, nee, aber hätte man überhaupt nicht vermutet, weil ja. der Fortschritt der Technologie so weit war, dass man dachte, nee, that's it. Aber als früher das Kfz oder dieses Auto rauskam, wo dann die führenden Wissenschaftler gesagt haben, alles über 30 km/h oder so ist tödlich. Also für den Körper, der Körper kann das nicht ab oder was war, oder 80 oder was haben die gesagt? Oder 100 km/h unmöglich oder man wird sterben, weil der Körper es nicht aus. Ja. Also, ja, das sind ja. Es sind ja so, ja, man ist, wir sind eigentlich ganz schön dumm. Wir sind so eine richtig dumme Spezies. Ich bin mir sicher, dass die Aliens lange gepeilt haben und sagen, nee, scheiß auf die Menschen. Das Schlimme ist dann, wir sind, also. Immer in diesen Zeitepochen, dann haben wir immer so Experten, die dann so denken, die wissen, wie der Hase läuft, die sind dann von allem so super überzeugt, haben ihr Wissen aber auch irgendwie so, also das Wissen verdoppelt, verdreifacht sich ja das immer in schnellerem Fortschritt und irgendwie, wo wir heute denken, das ist ja wirklich, wir haben die Weisheit mit Löffeln gefressen, das sind unsere Top-Experten, die sind halt, in 20 Jahren wissen wir auch, dass die richtig dumm waren. Also, dass man vielleicht anerkennend sagt, ja, zu deiner Zeit hast du schon eine Ahnung gehabt, so wo es viel mal hingeht vielleicht, aber so, also so, ja. Aber es ist immer so, also du kannst ja jede Zeit, guck mal, 100, 200 Jahre zurück hat irgend so ein Wunderheiler da irgend so ein Duftwasser verkauft und gesagt, ja, die trink mal, ist gut gegen Jucken und wundes, offenes Bein und dann haben die gesagt, auch ja, gegen Schwindel? Alles, als hätte ich, ja, wäre ich einfach hingegangen, hätten wir so ein Wasser gegen Schwindel geholt. Es gibt ja wirklich so auch Coke. Bilder, außer damals, was die Apotheke gemacht hat, so, dir geht's nicht gut, dann hast du Arznei bekommen. Ja, da ist wirklich, ja. Das ist halt die krasseste Droge überhaupt. Was siehst du ja? Opium. Ja, sowas halt, ne? Ja, naja, so war's. Aber jetzt haben wir einfach noch ein paar Lego. Achso, ich wollte noch was erzählen. Lego-Themen. Vielleicht ist es eine schöne Überleitung, dass wir vielleicht noch kurz erzählen, was so im Laden heute los war. Ja. Oder hast du noch irgendwas, was du jetzt aktiv aus den. Zu Olympia, willst du da irgendwas sagen? Glückwunsch an alle, die da erfolgreich sind. Ich gucke, also es interessiert mich einen Scheiß. Ja, echt jetzt? Ja. Ah, ja. Also ich gucke mir das, also ich freue mich, wenn das so live läuft, weil ich mag, wenn ich meinen Fernseher anhab, ich mag so Sachen, die live sind, wo ich so denke, beim Kaffee auf der Couch, ah ja, guck mal, der macht das jetzt gerade wirklich, also ich mag so Live-Events. Und es gucken viele Menschen gerade genau das, ne? Ja, und dann denke ich vielleicht auch mal so eine Viertelstunde, boah, dieses Hammerwerfen, das ist super interessant, warum gucke ich denn das nicht öfter? Ja. Aber eigentlich ist das so wie nachts um 3 Fernseh gucken
und wo du so nachts denkst, boah, ist das super interessant hier, wie man Käse macht, und hältst dich wach bis 4 und denkst morgens um 9, wo du aufstehen musst, scheiße, warum war ich so lange wach? Ja. Fuck, warum habe ich mir diese Scheiße da angeguckt? Hat mich überhaupt nicht interessiert. Aber in dem Moment denkst du, das ist super interessant. Also ich gucke halt Basketball tatsächlich, weil ich da so ein bisschen, interessiert mich halt, wann, wie das jetzt weitergeht mit Deutschland, die ja die ersten 2 Spiele gewonnen haben, so, und wie weit das Dreamteam der USA kommt, das interessiert mich so ein bisschen. Ja. Alles andere, ich weiß nicht so. Liebe Grüße von Tim übrigens, der war heute im Laden, um nochmal einen Schwenker zum Laden zu machen. Grüße der zurück. Der große Basketballer. Ah ja. Der ist wirklich groß. Ja. Also da muss ich richtig, richtig hochgucken. Der ist, was ich, also du musst es hochgucken. Richtig, richtig hoch. Ui. Das ist der größte Mensch, glaube ich, der größte Mensch, den ich seit langem gesehen habe. Ah ja. Ja, das wäre was. 2,10 Meter oder so. Oh ja. Ein Basketballer, ja. Ja. Der muss ja dann quasi. Ist ja auch ein riesen Lego-Fan. Ja. Hat so ein paar witzig. Ja, es gibt. Wir haben auch Geschenke von irgendwem bekommen. Ah ja, lass uns das mal machen. Eigentlich? Also, das steht drauf. Ah ja. Da muss ich nicht nachgucken. Denn? Ich habe noch mal. Ich habe noch mal so einen Schalt. Ich habe. Wenn ich mir. Guck mal, Lars. Ich habe jetzt diese. Darf ich noch mal kurz erzählen? Viele Grüße aus Köln, Ingo. Ja, Ingo Win. Guck mal, für Arne, Ingo für Win, Lars. Und weißt du, wie die Freundin oder seine Frau heißt? Ingo Luz. Ingo Win und Ina Win. Also Ingo Win und Ina Win. Verrückt. Guck mal, ist und jetzt weißt die Frage. Und was Sohn heißt? Mm-mm. Klaus. Okay. Hier nächste Mal ohne Witz. Es sind jetzt hier 3 Umschläge. Einmal Lars, Thomas, Arne. Wollen wir warten auf nächste Woche, wenn Thomas da ist? Finde ich irgendwie besser. Komm, wir packen, wir vertagen hier nochmal. Oh, das ist das Schlimmste. Viele Grüße aus Köln, vertagen wir nochmal. Wir machen unsere beiden auf, ich fahre zu Thomas, klingel den wach und sag hier dein scheiß Geschenk. Nee, komm, wir machen nächste Woche. Okay, wir, Ingo. Was ist denn hier in der Das Tür? Vergisst du doch. Nein, ich stelle jetzt hier unten hin. Was ist, wenn das irgendwas Frisches ist, was man essen muss? Nee. Hat hier? Thomas hat ein Riesengeschenk bekommen, ne? Das ist aus der Schweiz. Ja, das muss ich erzählen. Das ist von aus der Schweiz. Hm. Da habe ich ein Honiggebäck mit Mandeln, Orange. Na, wie schreibt man läuft das? Mit Lesen bei Orangeat, dir? Orangeat, Zitronat und Kirsch. Orange. Ich denk mal, Orange. Das ist so eine Art Schweizer Lebkuchen oder so. Von Marc aus der Schweiz, die Süßigkeiten. Dann haben wir hier noch von Frei. Ah, hier, Frei, das ist hier so eine relativ bekannte Schokomarke in der Schweiz. Das ist der ganze Supermarkt für diesen Frei. Crunchy Clouds Berry Mix mit Cornflakes, Rice Krispies und Beeren. Und das hier? Ach, guck mal. Die gibt's hier nicht, aber ist von Ovo Maltine. Ah ja. Ovo Rocks. Ovo also, Maltine gibt's hier aber als Bonusstrich. Ja, aber das, teuer. Ja, aber auch als so Art wie so, ah, ja, wie so Kakao. Riegel. Ja, auch so Kakao. Ah, ja, stimmt. Hast du schon mal getrunken? Ja, mag das gerne. Also es ist so malzig. So. Ich mag auch den Brotaufstrich sehr gerne mit diesem Crunch. Ich mag das gerne. Das ist zu teuer. Ja? Aber ja, gut, also, aber es ist jetzt auch nicht super gesund. Ich komme, wollen wir irgendwas davon aufmachen? Ja, was meinst du? Du entscheidest. Dann nehmen wir die. Oh, das schiebt der. Ich habe schon eine Pizza. Lars? Das ist der Mann. Er sagt hier, okay, Richtung Feierabend, ein bisschen nach Feierabend wird Pizza zum Laden geliefert. Es kommen 2 Pizzen an. Ich fahre zum Laden, so warte noch ein bisschen auf Lars, eine halbe Stunde später. Kommt an, ich sag hier, die Pizzen sind da, wir können essen. Er sagt, wieso hast du die Pizza noch nicht gegessen? Ich sag, wie die Pizzen nicht gegessen? Das sind 2 große Pizzen. Das sind beide für dich. Ich sag, jetzt hab gerne 2 Pizzen. Ja, ich dachte, du hast Hunger. Ich hab da bei wie heißen die? Domino's. Domino's bestellt. Dann hab ich die größte genommen und die waren so wenig. Oh, lecker. Wenig viel größer als die kleinste. Und dann hab ich gedacht, das reicht doch nicht für dich. Hab ich 2 bestellt. Oh, sind die lecker. Mhm. Marc, vielen Dank. Schmeckt lecker. Ja. Vielen, vielen Dank. Oh mein Gott, sind die gut. Mhm. Leider auch. Wahrscheinlich super ungesund, also weil es schmeckt einfach zu gut, als dass es gut sein könnte. Scheiße. Ja. Naja, also vielen Dank. Was ist das hier? Schnell weg. Hä? Wo kommt das her? Ist das auch von ihm? Weiß ich nicht. Was ist denn her? Von Markus? Ach nee, das ist älter. Ach, das ist von. Das ist von wahrscheinlich von der letzten Folge. Mhm. Okay, cool. Nö, nee, dann, Laden. Ach so. Überleitung. Ich muss ja erstmal Mund leer machen. Wolltest du noch was sagen? Dann kann ich noch was nachwerfen. Und wichtigen Scheiß. Okay, super. Ich hab zum Beispiel, hast du Fechten mal gesehen? Nein. Das ist die schlechteste Sportart überhaupt. Das ist ja von der Emotion her sowas wie Dart, ja, eher so wie Billard. So ein bisschen bupp, 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 bupp und dann piekst man ein. Und dann piept das immer so, wenn die getroffen werden. Genau, und dann geht's dann mit irgendeinem Seil zurück und da gucken 7 Leute zu und 14 Schiedsrichter gucken sich die Wiederholung an. Ist so ein Verbindungsding, glaube ich, in so Burschenschaften fechten die. So, ne? Mhm. Aber die Leute, also die Fechter, Fechterinnen,
Bei jedem Punkt rasten die aus, als hätten die gerade die WM gewonnen. Mit einem Hattrick. Ja. Ein entscheidendes Tor in der letzten Sekunde, das Spiel wird abgepfiffen. So rasten die aus. Das kannst du dir nicht vorstellen, wie die rumbrüllen. Wo ich mir denke, echt, es passt doch überhaupt nicht. Ich habe echt wenig gesehen. Ich habe echt wenig gesehen bisher. Mein Gott, ist das also richtig peinlich. Ich habe Schwimmen mal reingeschaltet, aber es ist halt auch echt so vom... Ja, die schwimmen halt, also... Ja, also du hast ja nicht... Also du gehst ja da jetzt nicht so wie mit und denkst... Nee. Schwimmen, 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 umdrehen. Ja. Schwimmen, also das ist so... Wo der über Fußball... Oh, eine geile Flanke. So, ja, wo sagt, oh, der hat seine... Sondern die reden denn, wie weit er seinen Arm ausschlägt. Ja, und pro Zug 3 Meter, ja, super. Also ich, ja... Volleyball ist cool. Stimmt, gucke ich auch gerne. Beachvolleyball so. Ja, den Handball theoretisch. Die haben doch auch so eine geile Arena, wo man den Eiffelturm... Da habe ich auch mal kurz reingeguckt. Ja, genau. Mhm. Aber es sind halt so viele Sportarten. Aber ist nicht auch irgendwie Skaten und sowas dabei? Ja. Hat Jörg mir erzählt. Habe ich halt auch noch nicht gesehen. Ja, auch nicht. Kommt zu den Zeiten, wo ich noch penne. Ja, keine Ahnung. Also grundsätzlich finde ich es gut alles. Toll. Ja klar, so ein schönes sportliches Event. Medaillen, dies, das. Aber ja, was soll's. Jetzt geht Fußball wieder los, jetzt ist das meine Olympia dann. Genau. Also ich bin ich. Ich wollte kurz einmal noch erzählen, quasi dieser Bardubrick YouTube-Kanal und dieses Format, also sozusagen aus dem Laden zu berichten. Und da bin ich vorhin komplett von abgekommen. Ich weiß gar nicht, warum. Ist quasi daraus entstanden, dass ich ein bisschen zu, für meine Verhältnisse zu viel nichts gemacht habe. Also einmal diese Corona-Woche und dann die Woche Urlaub quasi direkt hinten dran. Und ich habe nämlich in dieser Corona-Woche, wo ich isoliert quasi oben im Bett gelegen habe, die ganze Zeit, habe ich irgendwann mal so angefangen, YouTube, so was könnte mich rein theoretisch noch interessieren, und habe einen interessanten, für mich interessanten Kanal entdeckt, Toy Federation. Und das ist ein Nerd-Store. Also hat jetzt nichts mit Lego zu tun in dem Sinne, sondern eher so amerikanisch Actionfiguren, also so He-Man, Mask, G.I. Joe, so sowas. Und die haben aber so aus ihrem Alltag halt berichtet, und auch, da kommen da halt die Leute rein, die machen halt auch so viel Ankäufe, und ich habe das so durchgesuchtet und habe irgendwie gedacht, das fesselt mich, ist eine gute Unterhaltung. Also ich habe, obwohl mich jetzt das nicht so sehr interessiert, wenn die über G.I. Joe da reden oder so, aber ich habe das echt gern geguckt, habe gedacht, das gibt so im deutschsprachigen oder überhaupt im Lego-Bereich, so kenne ich so nicht und könnte man eigentlich übertragen. Und so ist das eigentlich entstanden, aber deswegen so ein bisschen so Props an Toy Federation für die Idee. So, also will ich nicht, ich versuche das so ein bisschen zu übersetzen ins Deutsche und auf Lego. Und das machen wir halt jetzt auf dem Kanal so ein bisschen. Und da habe ich Freude dran. Also ich hoffe, ihr auch, könnt ihr gerne mal. Ich überhaupt nicht, aber ich muss mitmachen. Ich finde deinen Einsatz gut. Du hast mir das Kleingedruckte im Arbeitsvertrag vorgelesen, ich leider. Ich finde das gar nicht so schlimm, was. Also kann mich da nicht rauskaufen. Gut. Eigentlich wollte ich noch gemeiner sein. Guck mal, kennst du diese Videos? Ich weiß gar nicht, es gibt auch einen YouTube-Kanal, wo sie immer so Promis interviewen und stellen so, keine Ahnung, 10 Fragen. Und dann am Ende, nach der letzten Frage, sind sie einfach still und halten aber die ganze Zeit noch drauf. Also du bist in so einer Interviewsituation sozusagen und antwortest, und auf einmal kommt einfach keine Frage mehr, aber die Kamera läuft die ganze Zeit weiter, und diese weirde Situation. Und das habe ich eigentlich versucht, auch mit dir vorhin zu machen, aber ich musste leider viel zu schnell lachen. Ja. Also es hat diese Unsicherheit, wieso, was ist jetzt so, die nicht funktioniert. Ich mag das auf Kommando nicht so. Ja, naja. Wäre doch kein guter Schauspieler, glaube ich. Weil ich habe am Anfang, das war jetzt Folge 1, und da wollte ich für die Leute, die uns überhaupt noch nicht kennen und die vielleicht durch Zufall eben auf diesen Kanal aufmerksam werden, uns einmal kurz vorstellen. Also, wer bin ich, wer bist du, wer ist das, wer ist das, wer ist das? Und so für Folge 1 fand ich das ganz passend. Und da musstest du natürlich auch mal kurz dich einmal kurz vorstellen. Ne? Ich bin hier, genau. Ja, war gut gemacht, war völlig in Ordnung. Der Bardubrick Aktiengesellschaft. Genau, also Link packe ich auch nochmal hier in die Shownotes rein zum Bardubrick. Also, Spaß zu gucken, doch. Ja, so, ich glaube, ja. Ist echt. Genau. Also, ja, fake. Also, ich glaube, man wird uns das so dermaßen an. Ich glaube, das wäre dann so wie dein kurzer Part, wo ich sage, also, wenn wir so eine Art Drehbuch hätten oder so, dann wäre das alles so wie diese 10 Sekunden, wo du dich vorstellst.
Das wird man uns anmerken. Das können wir nicht. Genau. Wir brauchen letztendlich Kameramann oder Kamerafrau, die sich im Hintergrund aufhält und so filmt und wir das schon gar nicht mehr mitkriegen. So, das wäre das Allerbeste, dass wir einfach so leben, also es einfach so machen. Und dann, ja, genau, das wäre gut. Das waren ja, als du im Sterben lagst, letzte Woche. Mhm. Vorletzte war es. Als du letzte Woche im Urlaub warst, genau. Da war Heidebricks am Start und Multiverse of Brickness. Ah, stimmt, das wollte ich auch noch sagen. Sehr sympathische Dudes. Ich habe mir es noch gar nicht angeguckt, aber da ist ein Video heute online gegangen. Die waren bei Badebrick und haben ein Video darüber, oder der Multiverse of Brickness, auch ein YouTube-Kanal, kann ich eigentlich auch in die Shownotes packen, schreibe mir mal auf. Genau, ich habe mich hier auch mit, Das wurde mir vorhin, irgendwer hat mir den Link geschickt. Ich glaube, ich war das. Das gucke ich mir. Nee, das war vor dir. Ach so, ja, stimmt. Kommentare hier, der blonde Mitarbeiter ist ja sehr süß. Von Sarah L. Also der Saskia M. schreibt, oh, der ist der noch Single? Guck mal, ich hau den Link dazu. Hast du schon durchgeguckt? Kann man das teilen? Nee, habe ich noch nicht. Ich habe keine Zeit. Ach, du hast auch noch nicht geguckt. Ich habe so viel losgeladen. Okay. Das ist aber jetzt Risiko. Ich packe das in die Shownotes. Vielleicht sagen die einfach, dass wir total scheiß Laden haben und dumm sind. Ich mach's trotzdem. Pack das da rein. Ich verlinke das Video jetzt einfach mal. Habt ihr zwei Videos zu gucken? Das ist doch super. Ich pack das in die Shownotes mit rein. Aber da gab es halt so ein paar, ist auch alles Real Talk, echt aus dem Laden, bla bla bla. Aber so ein paar Einspieler und so ein paar so Übergänge sind schon richtig so, die haben sich schon, also schon mehr Gedanken gemacht. Was cool ist, da sind sie denn quasi, also war auch Tagesgeschäft, ich habe so ein bisschen mitbekommen, meinten, ja, dann komme ich so um die Ecke und schaue so in die Kamera und sag dies und das und jenes und dann filmst du dahin. Das ist mir ganz geil eigentlich, wie so ein Regisseur. Ja, also ich habe... Der sympathische Dude. Sie müssen wir auch mal interviewen eigentlich. Ja. Oder? Warum nicht? Einfach so mit anderen mal reden. Ja. Darf ich? Mit anderen Menschen? Oder gibt es auch eine Klausel im Arbeitsvertrag? Du machst ja hier geheime Podcasts über Filme, die keine Sau hören will. Mein Vater wird durchdrehen. Er braucht so den nicht hören. Kompletten Podcast nur über damit Filme. Das hier nicht stattfindet, ich brauche auch. Ja, ist ja fair, ist absolut fair. Coole Sachen. Aber wahrscheinlich redet ihr über bei den Brickside Stories dann darüber, was ihr für eine neue Filmfolge und fangt dann da auch an, über die scheiß Filme zu reden. Okay. Ich nicht. Ich kann trennen. Gut. Ja, wollen wir mal gucken. Ja, also ansonsten bin ich super müde. Das ist 12:30. Wollen wir sonst sagen, heute? Ja. Knapp anderthalb Stunden, würde ich sagen, schon wieder reinkommen, ohne Thomas. War okay. Wenn euch das zu kurz war, geht auf YouTube, schaut euch an, wie unser Tag war. Da ist ja eine Menge Lego dabei. Da seht ihr auch so ein bisschen, ich habe versucht, so einen Querschnitt der Besucher, also ist ja unmöglich, also heute war echt viel los. Ja, weil ganz viel warst du ja auch nicht. Ist ja unmöglich, also das... Es waren hunderte Leute da heute. Ja, also du kannst ja nicht jeden da vor die Kamera zerren und so. Und manche mögen das ja auch nicht. Und ich will auch nicht, dass der Eindruck entsteht, ja, da laufen jetzt 24 Stunden, läuft da jetzt eine Kamera. Das ist ja nicht der Fall. Ne? Also ihr könnt auch weiterhin unbehelligt da sein. Nein, wir sagen schon, also und so ein Tag geht ja 12 Stunden und ich versuche eine Folge zu machen, über den Tag verteilt, immer so kleine Snippets, dass man so 20 Minuten voll kriegt. Wie nennst du die? Snippets. Snippets? Ja. Ist ein offizieller Begriff? Ja, habe ich jetzt gerade so entwickelt. Nee, aber dass man so einfach so einen Eindruck bekommt, weil du kannst ja unmöglich so einen langen Tag abbilden in so... Was machst du denn da jetzt? Schreibst du das auf? Ich habe ich habe drei Titelvorschläge. Okay, gut. Dann ist das so. Ja, jetzt hast du mich rausgebracht. Also auf jeden Fall. Snippets. Vielen Dank. Hört sich an wie Bösewicht von Marvel. Snippets. Gambit gibt's ja auch. Snippets hört sich an, als hätte der, wäre der völlig Snippet. Ungefährlich, hatte irgendeine Allergie. Gambit kann auch, was das der macht? Feuer. Nee, der hat Karten, die kann er so werfen. Oh. Und dann machen sie Boom. Hä? Explodieren. Ja, der kann so Karten werfen. Wie Kartentricks. Ja, und die Karten explodieren Karten aber von sich Körper, aus. Körper und dann macht der Boom und dann explodieren sie im Körper. Die kleine, ja, das ist ja Humbug. Voll, wenn du überlegst, was hier so, was Magneto oder Professor X, was die können, von allen Menschen die Gedanken beeinflussen. Sind denn das die Karten? Also könnte ich die Karten aufwerfen? Gute Frage. Weil dann kann der ja gar nichts eigentlich. Hat ja, wie viele dann hat der einfach nur Karten. Wo kommen die wenn man dem Karten die Karten wegnimmt, dann kannst du auch Herbert zu dem machen. Dann sagst du, Herbert, nimm mal hier die Karten, wenn du die wirfst, die explodieren dann im Körper bei denen, die du triffst. Es muss er sein. Ja? Muss seine Superkraft sein, ja. Ja, aber das hat er einfach Granaten. Die
die Karten getanzt sind. Aber er hat schon so cool, er wirft die schon super cool. Ja, aber das kann man üben. Guck mal, hier haben wir Karten. Hier mal. Ich habe jetzt hier, mal angenommen, das ist eine Karte, die ist neben diesem Umschlag. Ja, tot. Jetzt explodiert sie. In dem Körper. Thomas hat Glück, dass er da nicht sitzt, sonst hätte er jetzt eine Karte im Körper. Naja. Aber der weiß, wie man sich wehrt. Thomas, ganz liebe Grüße. Vielleicht bist du nächste Woche wieder dabei. Soll ich hier mal draufdrücken? Nee, wir sind, was für morgen denn? Willst du noch Werbung für Whatnot machen morgen? Ach, morgen Whatnot, ja. Start, Sonntag auch. Ja. Boah, jeden Tag, ey. Also 2 Tage nacheinander. Ja. Das ist voll viel. Ja, kommt da vorbei. Whatnot, dies, das. Hier Link in den Shownotes. Schön bei der Hitze. Ja. 20 Uhr? Glaub ja. Okay. Wahrscheinlich kommt kurz drauf. Nach, weil wir immer zu spät dran sind. Ich bin pünktlich. Ja, ich auch. Tschüss. Schönes Wochenende. Arrivederci.